Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 420. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei der Herr Marvin. Gute, hi. Der Basti. Gute und Grüße, meine lieben Freunde. Der Duke. Ja, servus, hallo. Und die Frau, die Sie sonst nur aus dem Heimspiel kennen, Frau Alex. Dachchen. Guten Tag. Ja, schöne große Runde hier mal wieder. Was hast du gesagt? 420, das ist ja fast eine Jubiläumsfolge. Fast. Wahnsinn. Fast. Es ist die Zahl für alle Kiffer. 420. Ich kann sagen, 420-Folge. Ja. Jetzt weiß ich nicht mehr, was ich dazu sagen soll. Egal. Ja, wir wollen heute nochmal so ein bisschen das Jahr ausklingen lassen und über Fußball reden. Genauer gesagt über den Fußball der Eintracht. Aber natürlich traditionell, wie wir das jetzt schon seit ein paar Folgen so machen, am Anfang ein bisschen Housekeeping. Weil ihr da draußen uns auch jetzt in dieser vorweihnachtlichen Vorweihnachtszeit wieder ganz großartig unterstützt. Und ich habe mal wieder drei Leute rausgesucht, die mit spontanen Einmalspenden um die Ecke kamen. Und deswegen stellvertretend geht der Dank raus an Markus, Thomas und Kai-Uwe. Vielen, vielen Dank und natürlich auch an alle anderen, die uns hier regelmäßig unterstützen. Ihr helft mit, dass dieses Format existiert und wir jetzt über tatsächlich einen Sieg der Eintracht sprechen können am letzten Bundesligaspieltag 2020 gewinnt die Eintracht doch tatsächlich mit 2:0 Toren gegen Augsburg. Also faszinierend, dass das 2:0 war. Ja, Frau Alex, wie war so dein Empfinden nach diesem Spiel? Ich glaube Erleichterung. So, das war ja jetzt auch nicht so, dass man, ich habe es ja vorher schon gesagt, ne, gegen Augsburg muss einfach ein scheiß Sieg her. So, und dann treffen die dieses Kacktor nicht in dem ganzen Spiel. Ja, da war ich schon wieder und dachte mir so, Alter, nein. Und dann kommt halt das Eigentor, wo ich mir dachte, naja gut, wenigstens ein bisschen Glück dabei. Und ich bin froh, dass wir hinterher nicht nur ein 1-1 kassiert haben, weil das lag schon auch in der Luft. Und Gott sei Dank dann das 2. Also es ist halt glücklich, am Ende bin ich mega erleichtert, freue mich über die 3 Punkte und bin aber auch froh, dass jetzt Weihnachten ist. So. Basti, was ist da so dein Take zu? Ja, mir ging es ähnlich. Die Eintracht hat es spannender gemacht als nötig, muss ich sagen. Augsburg! Wir hätten das früher fresh machen können. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich ein bisschen mehr Schiss vor Augsburg, habe es zwar nicht zugegeben, aber eigentlich ist Augsburg genau die Mannschaft, die der Eintracht diese Saison nicht lag. So, das sind genau diese Spiele gegen Bremen, die sich mit 70 Mann hinten reingestellt haben und Augsburg auch. Dafür war es eigentlich okay. Die Eintracht hat endlich diese Gegner offensiv gespielt, was wahrscheinlich dann auch dazu geführt hat, dass die hinten offener waren. Trotzdem hat die Eintracht das diesmal erzwungen. Diesmal konnte die Eintracht natürlich auch wieder Glück gehabt, aber das hat die Eintracht sich auf dieser Hinrunde jetzt auch mal verdient. Und am Ende gewinnst du es 2-0, das war absolut verdient, da braucht sich keiner beschweren. Ja, also für mich war es ein persönlicher Jahresausklang. Ich hätte mir natürlich, und ich sage das jetzt glaube ich zum letzten Mal in diesem Jahr, dann höre ich auch damit auf. Es hat mich weiterhin geärgert, dass die das nicht vorher gebracht haben. Ja, schon, was kommt, wenn du das andeutest? Nein, aber es ist ja so. Du hast von Glaube, er hat ja auch ja, Leute, die Eintracht wäre Fünfter und das wäre nicht so, dass es irgendwie eine unglaubliche Freak-Saison wäre, sondern mit einer normalen Leistung und du brauchst nur die Spiele gegen Köln und Bremen, gewinnst fünfter Platz so. Und dann, hast ja recht. Aber gut, ich will mich jetzt nicht beschweren, es ist Weihnachten. Ich habe mich gefreut, dass die Eintracht das endlich mal durchgezogen hat, weil Alex hat es gesagt, wenn wir wieder dieses Pech gehabt hätten, hättest du auch plötzlich 2-1 für Augsburg stehen können. Und es lag ja in der Luft. Ich weiß gar nicht, wie oft wir in der ersten Hälfte aufs Tor geschossen haben. Und da waren ja glasklare Dinger dabei. Also es fing ja schon in den ersten Minuten an, wo Kostic das Ding da nur ganz haarscharf am Pfosten vorbeizieht. Dann siehst du diese Dinger, die da irgendwie nicht reingehen. Und die Chancen werden klarer und klarer und klarer. Und dann hast du irgendwie diese, was war das, dieser Fehler von Hasebe, wo der Augsburger total überrascht ist und das Ding dann da irgendwie noch schießt oder wo Trapp dann, das war glaube ich auch kurz vor der Hälfte, wo Augsburg nochmal diese Chance hatte, wo Trapp nicht abtaucht, sondern stehen bleibt und dann deswegen den Ball dann da irgendwie hat, wohin die glaube ich noch vorbeikrätscht. Also das sind eigentlich so klassischerweise, wären das in der Vergangenheit die Dinger gewesen, die wir halt dann wirklich einfach diva-mäßig verlieren. Von daher können wir da glaube ich alle mehr als zufrieden mit sein. Aber ich gebe Basti recht, wenn sie mit der Einstellung, mit der sie in dieses Spiel reingegangen sind, irgendwie auch nur zu 50% in den anderen Spielen vorher agiert hätten, dann hätte sie da wesentlich mehr bei rumbringen können.
Ja, wobei du siehst schon eine Weiterentwicklung, ne? Also das ist, kannst jetzt nicht sagen, dass Augsburg jetzt das einzig gute Spiel war. Da waren davor auch schon gute Spiele dabei. Wir haben gegen Gladbach gesehen, dass die Eintracht offensiv eigentlich schon richtig gut performt hat. Wenn ich an das Ding denke von Barkok, das war natürlich, das war echt vorne, hui, hinten, naja, ein bisschen schwierig. Kann passieren, der ist noch jung, aber man merkt halt tatsächlich, dass er etwas in dieses Spiel mit reinbringt, genauso wie Younes. Das waren alles gute Spiele, auch diese Hinführung dahin war schon echt, echt in Ordnung. Wir merken einen deutlichen Aufwärtstrend. Natürlich hat es punktemäßig sich nicht ausgezahlt. Wenn ich an Wolfsburg denke, da war ich auch im Endeffekt ein bisschen ärgerlich, dass wir dann komplett ohne Punkte gelandet sind. Normalerweise hätte es dann zumindest einholen müssen. Also es war nicht komplett schlecht. Ich glaube wirklich, was ganz relevant ist, ist, dass die Eintracht festgestellt hat oder vielleicht auch der Trainer festgestellt hat, dass mit Spielern wie Barkok, mit Younes, Silver, der ja die ganze Zeit schon trifft, dass das ein Gerüst ist an technisch versierten Spielern, die der Eintracht das Gesicht zurückgeben können. Das ist A und O. Und ich glaube, das ist der Weg, wie es dann auch weitergehen kann. Zu dem Augsburg-Spiel muss man ja sagen, 15 Torschüsse alleine, das zeigt, dass du mutig warst, dass du wolltest, aber ihr sugarcoatet das für mich ein bisschen zu sehr. Man darf nämlich auch nicht vernachlässigen, dass Augsburg wirklich einige Chancen hatte, wenn ich an Finn Bogason denke, der es dann nicht verwandelt hat, nur weil er das mit dem Knie probiert hat. Das waren einige Chancen. Wir hatten eine Lücke, die immer wieder gefährlich wurde in der Defensive. Das darf man bei der Gesamtbetrachtung auch dieses Spiels nicht vergessen. Auch Richter mit seiner Chance ja, wo er versucht dann, glaube ich, Trapp zu überlupfen oder was auch immer da im Kopf rumgeht. Also da sind so ein paar Situationen, bin ich voll bei dir, Marvin, dass man wirklich sagen muss, wenn es blöd läuft, und das ist wieder einer dieser miesen Tage, dann fängst du einfach da ein, zwei Tore gegen Augsburg, denn sie haben sich die Chancen erspielt. Nur hast richtig angesprochen, gerade an der Position, Tuta hat an sich ein solides Spiel gemacht, aber du merkst einfach, dass die Abwehr nicht so richtig, ja, ich sag mal, so die Performance hat, die wir eigentlich brauchen, um da oben mitzuspielen. Sondern das ist einfach so, da sind Lücken da. Augsburg hat sie nicht ausgenutzt, das ist super. Wir haben vorne, offensiv hat es natürlich diesmal richtig gut geklappt. Aber ihr habt es schon angesprochen, auch die Hasebe-Situation. Dann passiert sowas, dann individueller Fehler wieder. Da haben wir ja die letzten Wochen auch immer wieder drüber gesprochen. Diese blöden individuellen Fehler, die dann für Gegentore gesorgt haben, sind diesmal eben nicht bestraft worden. Sie waren trotzdem da. Und dementsprechend, ich bin auch super froh, dass wir endlich mal wieder gewonnen haben. Ich hoffe auch, dass wir was draus ziehen können. Und auch, um nochmal das aufzugreifen, Marvin und Basti, du hast es eigentlich auch schon gesagt, es ist jetzt endlich mal was. Wir können im Endeffekt sagen, die Mannschaft, dass ihre Aufstellung, wie sie jetzt gewählt wird, ist auf jeden Fall was, die deutlich besser funktioniert, wo man eine Entwicklung sieht. Und ich ärgere mich auch, dass wir nicht im Endeffekt diese Spieler teilweise schon früher gesehen haben, gut ging vielleicht doch nicht, weil sie nicht fit waren, weil vielleicht doch die Aufstellung nicht gepasst hat. Trotzdem, damit können wir arbeiten, darauf können wir aufbauen. Eine Sache, da werden wir ja dann später beim Aktuellen noch dazu kommen. Ich hoffe, dass wir im Endeffekt vom Spielerpotenzial, weil ja doch der ein oder andere Spieler ja auch ausfällt jetzt mit gelbe Karte, war ja auch jetzt die fünfte für Rode in dem Spiel und so weiter, müssen wir einfach aufpassen, dass hier Spieler, die im Konstrukt extrem wichtig sind und ein Abraham, man hat es auch gesehen, Tuta kann ihn einfach nicht ersetzen. Die Frage, was kann man da noch verbessern? Und das ist eigentlich was aus dem Augsburg-Spiel, muss man wirklich sagen, vorne war es richtig geil, hinten naja, also das ist zumindest meine Sicht. Ich finde es aber gar nicht so schlimm. Also mir macht es echt wenig Sorgen, dass wir hinten Chancen zulassen und dass da vielleicht auch mal ein Tor fällt. Ich lege da nicht viel Wert drauf, dass wir zu Null spielen, aber in der Offensive wäre halt deutlich mehr auch gegangen. Und wenn du halt vorne Chancen hast für, keine Ahnung, oder die Dinge auch machst und vorne zwei, drei Tore machst, dann lass Augsburg doch hinten mal treffen. Das ist ja auch in Ordnung, aber man kann das ja in der Gesamtbetrachtung trotzdem ansprechen. Ja, das ist ja in Ordnung, wenn man sagt, wenn man gewinnt 4-3, dann ist es ja in Ordnung, aber trotzdem ist es ja so, dass es halt nicht alles perfekt läuft. Auch in der Defensive, da gibt es wieder Umstrukturierungsmaßnahmen, über die wir auch noch sprechen müssen, wenn im Winter der eine oder andere definitiv gehen wird, wie Abraham. Vielleicht passiert noch mehr, darüber können wir ja dann nachher nochmal ein bisschen sprechen. Aber es ist einfach so, diese Lücken gibt es, dass die aber auch entstehen. Klar, wenn die Mannschaft in der Offensivbewegung ist, wenn vielleicht weite Teile irgendwie auch Offensivaufgaben zu tun haben, das ist trotzdem so. Man muss ja heute auch jetzt konstatieren, dass eine Person extrem gut in der Defensive wieder zugange war. Neben Tuta, über den wir vielleicht auch noch gleich sprechen können, war ja Kevin Trapp einer der Garanten dieses Erfolgs. Ja, also auf jeden Fall ein wichtiger Baustein.
da hinten und du sprichst da halt ein wichtiges Thema an und das hat man ja jetzt hier, finde ich, jetzt auch bei dem Augsburg-Spiel, aber auch bei den Spielen davor wieder gesehen, wenn ich doch weiß, dass ich hinten diese möglichen Lücken habe oder diese Chance habe oder wie auch immer wir das nennen wollen, dass da individuelle Fehler passieren, die für Gegentore sorgen. Und ich auch weiß, perspektivisch für die Zukunft, dass da ein Umbruch stattfinden wird, dann muss ich doch eigentlich auch irgendwie gucken, dass ich vorne in der Offensive effektiver werde. Du hast es gerade eben gesagt, 15 Torschüsse und da resultieren am Ende halt zwei Tore draus. Und das eine war halt auch eher so, ja, war halt irgendwie ein scharfer Pass rein, wo du halt dann irgendwie das Glück hast, dass der Augsburger dann da halt im Weg steht und das Ding ins eigene Tor schiebt. Das ist mir halt auch zu wenig und das ist mir bei den Spielen davor auch schon aufgefallen. Wir haben Chancen, wir erarbeiten uns die Dinger mit hohem Kraftaufwand und wir machen da zu wenig draus. Und gerade wenn ich weiß, dass ich hinten diese Lücken habe, finde ich das eigentlich fahrlässig. Ich muss sagen, die entscheidende Frage können wir leider nicht beantworten. Weil Marvin hat es gesagt, wir haben die Systematik ist eine andere. Da sind mehr Fußballer auf dem Platz. Das heißt, du hast den Offensivbereich, konnte jeder kicken. Ja, das war nicht richtig. Die ganze Saison so. Du hast teilweise mit Ilsan Kakora und so gespielt. Das ist natürlich ein anderes Spiel. Das ist korrekt. Es ist ein bisschen offensiver. Es kann sein, dass dadurch natürlich von der Systematik her hinten mehr Lücken sind, aber abschließend können wir es noch nicht beurteilen, weil A, es ist noch nicht lange und B, habt ihr auch angesprochen, dass da viel individuelle Fehler dabei sind. Also ich kann ja nicht ein System in Frage stellen und sagen, ja, das funktioniert nicht, weil irgendeiner einen Fehler macht. Ich glaube, da muss man jetzt einfach abwarten, weil die werden, glaube ich, das anders als die Alex sehen und trotzdem auch zu Null spielen wollen, obwohl sie vielleicht offensiver spielen. Also so ein Harakiri-Kram, wie Schaf das in Bremen vielleicht gemacht hat, der sagt, ja, ich gewinne lieber 4-3. Ja, da wird es nicht drauf hinaus. Ich glaube, das ist nicht zeitgemäß, aber das dauert jetzt halt noch ein bisschen. Zu sagen, okay, Tuta muss sich reinspielen, Hasebe war auch nicht die ganze Zeit drin. Ich bin, solange wir noch Chancen haben und die halt mal nicht nutzen, ist mir egal, weil es kommt irgendwann. Und solange hinten nur durch individuelle Fehler diese Lücken entstehen, bin ich noch ruhig. Weil bei dem System schlafe ich da ruhiger, weil bei dem anderen System hast du das Gefühl gehabt, das lag nicht nur an den einzelnen Spielern, sondern einfach an der kompletten Spielstatik und den Spielertypen. So, da hast du das Gefühl gehabt, selbst wenn die jetzt Bock hätten, würden die es gar nicht schaffen, vors Tor zu kommen. Hier ist es so, wenn der ein oder andere sich mehr konzentriert, kann das ganz gut ausgehen, dann machst du die Chance mehr, wofür nicht viel fehlt, dann führst du zur Halbzeit 3-0 und dann reden wir ganz anders. Na gut, wir haben eine Ergänzung zu dir, Basti. Ja. Und zwar, du hast völlig recht. Und was mir hier gut gefällt, ist an dieser Situation, die wir haben, und da hast du genau richtig gesagt, da sind viele dabei, die kicken können. Und dadurch hast du auch nicht nur dieses eine System, was du spielst, was leicht auszuschalten ist, wie damals immer über Kostic und dann stellst du Kostic zu und alles ist zusammengebrochen. Das finde ich, diese Weiterentwicklung, haben wir hier tatsächlich mittlerweile so ein bisschen drin, dass du eben mehrere Spieler hast, die da vorne was machen können und dadurch auch mehr Möglichkeiten und das viel schwieriger ist für den Gegner, das zu verteidigen. Trotzdem, René, da hast du völlig recht, es nervt mich auch, dass dann im Endeffekt die Effektivität noch nicht passt, bin aber auch eher dafür, ja, ich freue mich eher darüber, dass so viele Chancen wirklich erspielt werden konnten, weil die Treffer fallen dann schon irgendwann und die Effektivität kommt dann hoffentlich auch mit dem Selbstbewusstsein. Weil du musst ja dir vorstellen, es sind natürlich auch viele Situationen, wo du sagst, Mann, wie wenig Spielzeit manche Spieler hier hatten bis jetzt. Die müssen sich auch natürlich erstmal finden, die müssen erstmal Selbstbewusstsein tanken und dann richtig, dann drehen die vielleicht auch nochmal weiter auf. Und deshalb, es gefällt mir. Die Situation, Barkok, ihr habt ihn schon angesprochen, der Kell kann auf jeden Fall, der super passt dann auch beim 1-0, glaube ich, war es von Silva. Das ist geil, das hat uns lange Zeit gefehlt. So die Situation, die einfach Schlüssel für so ein Spiel, die einfach eine Situation reinbringen, wo du sagst, Mann, das ist super schwierig zu verteidigen. Das kannst du nicht aus dem Spielsystem einfach alles zustellen und es funktioniert nichts mehr. Also schöne Sache, lässt dich auf jeden Fall, denke ich, drauf aufbauen. Alex schnauft ganz fürchterlich. Nee, gar nicht. Sorry, ich bin immer noch erkältet und habe ein bisschen Probleme, Luft zu kriegen. Ah, okay. Das war nicht auf das Gesagte gemünzt. Vielleicht sollte ich mein Mute-Button hier mal ein bisschen... Nee, null. Oh Gott. Es klang nämlich gerade so, als wenn der Dennis jetzt direkt in der Luft zerreißt, weil irgendwas dich total nervt. Hab echt drauf gewartet. Jetzt kommt der Gegenschlag. Ich hatte schon Angst. Zu Recht. Gott, nein. Ich sollte hier ein bisschen mehr mit meinem Mute-Button arbeiten. Sorry. Alles gut. Gute Besserung, Alex. Ja, genau. Ja, also du sprichst halt ihr sprecht beide einen wichtigen Punkt an. Es ist halt jetzt ein ganz anderes System. Du hast irgendwie das Gefühl, die Mannschaft hat jetzt auf einmal viel mehr Lust, Fußball zu spielen, weil halt so Dinge auch funktionieren, weil es halt irgendwie Spaß macht, weil du halt irgendwie offensiver agieren kannst. Und gerade, ich finde, man sieht das halt auch ganz gut bei diesem,
bei dem 1-0 von Silva, das ermöglicht halt auch wieder Räume, wenn du halt siehst, wie diese drei Augsburger sich halt komplett nur auf den ballführenden Barkok konzentrieren und damit halt einfach Räume aufgehen, weil du halt auf einmal viel mehr Gegenspieler hast, auf die du dich konzentrieren kannst, viel mehr Situationen entstehen können, was halt so ein Fußballspiel auch wieder vollkommen ansehnlicher dann halt einfach auch macht. Also das hat halt auch nochmal irgendwie einen ganz anderen Charakter. Ich hoffe zumindest, dass das dann jetzt nicht nur so eine um den Herrn, wer war es, glaube ich, Weidenfeller, once in a life Situation zu sein, sondern halt jetzt auch dann mal dauerhafter ein bisschen was draus wird. Ich habe ganz ehrlich das Gefühl, dass es in die Richtung geht. Ich glaube schon, dass Hütter auch gemerkt hat, dass das Offensivzusammenspiel mit Barkok Yunus, das wird sich auch noch öfter mal ändern. Ich gehe schon davon aus, dass er anderen Spielern auch eine Chance gibt. Das hat sich ja auch ausgezahlt, als er beispielsweise Durm reingeholt hat. Ich glaube, andere werden auch diese Möglichkeit bekommen. Aber diesen Block der mangelnden Spielfreude, wie es davor war, den wird es vielleicht, hoffe ich, nicht mehr geben. Und dann müssen wir mal sehen, auch wie ein Kamada da immer wieder reinrotiert, weil, wie gesagt, mir gefällt es mit Barkok und Yunus gut. Vielleicht muss sich Kamada da auch mal ein bisschen mehr anstrengen, wieder reinzukommen. Was vielleicht ja auch nicht verkehrt ist, ich hatte nämlich den gleichen Gedanken wie du auch, dass mir diese beiden und auch diese Kombination mit einem Stürmer und zwei Zehnern sehr gut gefällt, was für mich automatisch so ein bisschen bedeutet, so Okamada rotiert raus, aber vielleicht ist das tatsächlich dann so dieser Konkurrenzdruck, dieser Ansporn, den er braucht, um da vielleicht auch nochmal irgendwie eine Schippe draufzulegen, weil ich finde, da sind auch noch ganz viele zumindest von uns gedanklich gesehene Versprechen, die noch nicht eingelöst worden sind. Ja, wobei auch da muss man, sorry, wenn ich da jetzt gerade nochmal einhake, ich glaube, man tendiert dazu, Kamada latent auch ein bisschen zu schlecht zu sehen. Also ich weiß nicht, da will ich vorwarnen und ich muss auch selber bei mir aufpassen, denn tatsächlich ist Kamada ja immer noch mit 6 Vorlagen in dieser Saison allein, also 6 in 13 Spielen ist natürlich auch krass, der erfolgreichste, bei weitem erfolgreichste Vorlagengeber. Also er hat schon seine Qualitäten. Wir müssen sie irgendwie in dieses Spiel mit reinbekommen. Wie? Dafür habe ich noch keine finalen Lösungsansätze. Vielleicht kann der Trainer oder vielleicht Basti oder so mir sagen, wie das möglich ist. Komm, Basti, ultimativer Plan jetzt. Los. Für was genau? Also ich will jetzt die konkrete Frage, was soll ich dir beantworten? Ja, du sollst mir beantworten oder mir helfen zu sagen, wie Kamada in dem aktuellen Spielsystem einen Platz findet. Weil für mich ist es mit Yunus, Barkok und Silva vorne vielleicht ein bisschen schwieriger geworden für ihn. Ja, auf jeden Fall. Also ich würde da nur wegen Kamada das System nicht umstellen, musst du ja aber auch gar nicht, sondern du hast schon gesagt, wir werden den einen oder anderen auch mal draußen sehen. Im Endeffekt kann er genau diese Halbposition hinter dem Stürmer spielen, hat er auch schon gemacht. Und ich finde es ganz gut. Ja. Ich habe noch eine Frage an dich. Und zwar, du sprichst immer davon, wie denn jetzt, dass Ali? Ich weiß nicht. jetzt wird's interessant, nämlich, weil du immer davon gesprochen hast, wir wollen weg von dieser individuellen Spielersituation hin zu, das System muss funktionieren und wer da spielt, Hauptsache kann ein bisschen kicken, muss dann ja sozusagen passen. Wir müssen weg von dieser, wir haben jetzt den Spieler und wenn der ausfällt, sind wir am Arsch, so auf die gute alte Ausdrucksweise, sage ich jetzt mal. Sind wir hier schon dann eventuell auf einem guten Weg? Siehst du das schon? Oder das wäre ja mit Kamada dann, dass man sagt, ach, wenn Yunus oder ein Barkok mal nicht performen, dann können wir den da hinstellen und der kann dann vielleicht auch schon liefern. Ist das System, was wir gebraucht haben oder sind wir so weit noch nicht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, das war ja immer das, was du eigentlich wolltest. Das ist ja das. Ja, aber das hat aber mit dem System nur in dem Sinne zu tun, dass es halt funktionieren muss. Und da ist das System eigentlich egal. Selbst wenn das alte System funktionieren würde, weil du zwei andere Stürmer hast, ist es mir auch egal. Mir geht es eher darum zu sagen, bei Kamada finde ich es schwierig, dir das zu beantworten, weil ich hoffe nicht, dass wir jemals auf den angewiesen waren. Also dieses ich meine, wir hatten immer so Sachen, ich glaube, bei Silva ist es zum Beispiel so, ich glaube, wenn der ausfällt, hast du wieder diese Problematik. Da kann das System noch so geil sein, Dost wird das nicht ausfüllen können, aber ich finde, dass wir zumindest bei dieser 10er-Halbposition eine luxuriöse Situation haben, zu sagen, wenn Barkok jetzt irgendwie mal, weiß ich nicht, eine Pause braucht oder Yunus auch, der wird auch, dadurch, dass er länger keine Spielpraxis hat, auch wieder in ein Loch fallen irgendwann, wahrscheinlich so im Februar, dann soll halt Kamada da spielen und da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen. Also ich glaube, dass es auch gut ist zu wissen, wir wissen ja jetzt aktuell auf jeden Fall, die Eintracht kann zwei Systeme spielen. Und irgendwann wirst du vielleicht das andere auch wieder brauchen. Zu sagen, du spielst daheim gegen, weiß ich nicht, das Rückspiel zu Hause gegen Augsburg. Da brauchst du vielleicht dann auch mal wieder zwei Stürmer, weil du halt nicht so viel Platz haben wirst, dann hast du halt Dost noch mit vorne drin. Ich glaube, Dennis, was du sagst,
hat die Eintracht in den letzten Jahren auch schon geschafft. Also erinnere dich an die Büffelherde, da war es ja auch so. Dann war halt Jovic nicht da gut, da sind halt Rebic und Haller da. Mir ging es bei diesen Ausführungen immer, ja, ich glaube, du erinnerst dich dann noch an die Fee-Zeiten, da war das so. Als der, ich glaube, diese Diskussion haben wir angefangen hier, als Fee gesagt hat, ja, mit dem Eigner haben wir so und so viele Tore verloren, die kriegen wir nicht wieder. Ich so, ja, da spielt doch ein anderer, Digga, was ist denn los mit dir? Ja, Alter, genau, da fing es an. Der Eigner, geil, ja, ich so. Weiß noch, ja. Also das klingt schon nach Ausrede. Wir haben den stell dir mal vor, es gibt einen Trainer, der bei Eintracht war, der gesagt hat, ich weiß nicht, ob die nächste Saison gut wird, wir haben den Eigner verloren, das können wir nicht aufholen. Und du denkst, hä? So, hast du recht, ja, aber wie geil das auch immer wieder ist, wenn du so Namen von früher bringst, keine Ahnung, Aigner, das war damals einer der geilsten Spieler, die wir in der Mannschaft hatten. Und wenn du dir einfach mal jetzt anguckst, auf was für einem Level wir sind, ich meine, wir spielen im Sturm mit Silva. Also das ist doch ein völlig anderer Verein. Ja. Wie geil das ist. Ja, aber mal ganz kurz, deine ursprüngliche Frage habe ich ja gesagt. Also für mich kann mal einer von den beiden Positionen einnehmen und der wird da die Chance auch kriegen, glaube ich. Ja, heißt denn im Endeffekt, dass es halt auch schwieriger wird, weil diese Dauerposition, die er anfangs hatte, die hat er jetzt nicht mehr. Ne? Also er ist nicht mehr so gesetzt, wie er mal war und das ist für ihn mehr als Kampf. Er hat ja selber große Ansprüche, will ja auch irgendwo anders hin. Das heißt, das muss er dementsprechend beweisen. Aber auch Alex, was du gerade gesagt hast, ist schon geil. Also jetzt die Möglichkeiten zu haben, gerade wir blicken ja jetzt irgendwie, jetzt ist jetzt Jahresendausgabe hier, da blicken wir auch mal ein bisschen zurück. Und wenn wir dann überlegen, im Laufe der Zeit, welche Weiterentwicklung wir hatten, wer dann zwischenzeitlich dann bei uns gespielt hat. Aigner war damals echt ein guter. Es gab aber auch schon grobschlächtige Kicker. Huggel, ja, war auch einer derjenigen. Oh. Ja, und selbst Huggel war bei weitem nicht der Schlimmste. André Wiedner habe ich heute mal drüber nachgedacht. Ja, der kam als Fastrentner noch zur Eintracht. Ja, also, und hat uns in dieser Situation vielleicht auch geholfen. Also da sind auf jeden Fall eine stetige Entwicklung, aber natürlich, Silva, du hast ihn angesprochen, der kann mal treffen, mal trifft er vielleicht nicht, aber was das für ein Kicker ist, wie er sich übrigens auch bei der Frankfurter Eintracht in diesem Jahr konsolidiert hat, einer der mit einer stetigen Weiterentwicklung, von dem man das nicht zwingend erwartet hat. Der ist hierher gekommen und man wusste nicht genau, er hat die Ansätze, er ist potenziell einfach ein guter Nationalspieler, sogar portugiesischer, der hat alles, aber kann er das auf diese Dauer abrufen? Und da müssen wir ja sagen, 2020 war schon mit sein Jahr. Ja, gerade auch wenn du dir den um jetzt nochmal ein bisschen zurückzublicken, diesen Restart der Bundesliga da auch anguckst, wo er ja in diesen ganzen Spielen, die da waren, ja auch quasi in jedem irgendwie seine Buden gemacht hat und da eigentlich auch der absolute Matchwinner von den ganzen Runden war. Also hast schon gemerkt, dass der, wenn der ein bisschen Zeit hatte anzukommen, da ordentlich was passiert ist. Und er hatte einfach auch eine spielerische Qualität, die wir, glaube ich, auf dem Level lange nicht gesehen haben und wo auch noch Potenzial drinsteckt. Also der Kerl ist ja auch noch ganz am Anfang seiner Zeit. Ja, aber ich finde trotzdem, bei Silva muss man trotzdem ganz kurz was auch dazu erwähnen. Ich glaube, Silva alleine, weil Dennis hat mich jetzt wieder ein bisschen in diesen Denkmodus gebracht hat. Silva alleine ist trotzdem keiner, der dir, nur weil er Silva ist, irgendwas ändern kann. Silva ist sehr, sehr angewiesen auf andere. Ja. Und ich finde, das merkst du gerade jetzt, wenn er Leute hat, mit denen er kicken kann. Gegen Augsburg hast du es teilweise gesehen, wie die sich da die Bälle zuschnicken. Ja. Ich glaube, das tut dem schon gut, weil er ist trotzdem keiner, den du schicken kannst. Nee, das der nervt mich trotzdem manchmal ein bisschen. Du kannst den, wenn die Eintracht führt und du willst kontern, den kannst du nicht steil schicken. Das stimmt, genau. Das stimmt. Also es ist keiner, der sich die Tore selbst erarbeitet, sondern der braucht das Zeug quasi verzehrfertig auf den Tisch gestellt. Ja, dann kann der da halt aber auch extrem viel draus machen. Aber so wie wir es mit einem Kostic irgendwie haben, der dann da irgendwie sich den Ball hinten holt und übers halbe Feld und sich die Dinger erarbeitet, das kannst du mit ihm nicht. Aber vielleicht muss er das auch gar nicht, wenn halt der Rest drumherum funktioniert. Und da hat mich Basti jetzt durchaus mit seinen Ausführungen hingebracht, auf der einen Seite zu sagen, der Konkurrenzkampf steigt und dadurch fliegen der eine oder andere vielleicht auch raus oder hat es schwieriger, in diese Startelf reinzukommen. Ja, zeigt aber halt auch, wir haben Möglichkeiten. Also wir haben nicht nur den einen Satz von 11 Spielern, die immer spielen müssen, von denen 3 gut sind und wenn wir die nicht haben, läuft halt gar nichts, sondern wir haben halt von den 11 Spielern, die auf dem Platz stehen müssen, haben wir halt vielleicht 8, 9, 10 extrem gute und haben halt einfach viel mehr Möglichkeiten. Und das beruhigt mich jetzt wieder so ein bisschen. Ja, war so gut. Ja, hat sich doch heute schon gelohnt. Ich bin froh, dass keiner Rustic genannt hat. kommt wieder bei uns in dem Kanal. Ich sollte mal eine Sonderfolge über ihn machen, aber nein. Rustic. Nur Rustic. Die ersten 3 Minuten Rustic. Was haben wir gelernt? Ja.
Ja. Naja. Freu mich jetzt schon drauf. Macht er irgendwie so eine 2-Stunden-Sondersendung an Silvester draus, oder? Live-Reaction mit Spielercam. Ja. Uff, ja, auch schön, ja. Ja. Damit eine Frage an euch noch von ganz kurz bei dem Augsburg-Spiel. Hat es euch gewundert, dass Tuta spielt statt Endika? Nee, aber das ist diese Linksfußgeschichte. Das war diese Linksfuß. Also hatten wir uns ja letzte Woche, als wir über die Aufstellung spekuliert haben, schon drüber gesprochen. Es hat mich nicht verwundert. Also ich weiß nicht warum, aber irgendwie ist diese Variante mit irgendwie ein Linksfuß auf der rechten Innenverteidigerposition. Ich weiß nicht, ob das irgendwas mit bei Vollmond oder sonst irgendwas zu tun hat. Ich finde es ein bisschen merkwürdig, aber es war klar, dass das nicht passiert. Ja, Hütter zieht das halt knallhart durch. Ne? Ja. Das ist, ich glaube, wir hatten es bislang ein einziges Mal tatsächlich in einem Spiel, wo Endicker und Hinteregger beide gespielt haben. Also wo auch wirklich, ich glaube, Hinteregger war es auf der rechten Innenverteidigerposition gespielt haben. Oder in der Mitte für Hasebe. Ja, in der Mitte ist ja dann wieder nochmal was anderes. Aber ich glaube, wir hatten tatsächlich ein Spiel, wo Hasebe in der Mitte gespielt hat, Endicker links und Hinteregger rechts. Ich weiß nicht, was da passiert ist, ob dem da irgendwie dann was auf den Fuß gefallen ist, die schwarze Katze über den Weg gelaufen oder irgendwas, keine Ahnung. Aber das scheint irgendwie so ein Spleen zu sein, den du da nicht mehr rauskriegst. Von daher Das ist kein Spleen, das ist ganz normal zu erklären wegen der Spieleröffnung. Also wenn du einen Linksfuß auf links hast, dann hat er eine viel bessere, der kann auch viel besser zum Gegner stehen. Ja. Also ich glaube, Van Raal hat das auch so gemacht. Ehrlich gesagt bin ich froh, dass wir einen Trainer haben, der auf sowas achtet, muss ich sagen. Denn ich dachte, oh, zwei Innenverteidiger, der spielt da hier, du spielst da. Also ich finde schon, dass es richtig ist, dass der rechte Verteidiger nicht mit dem linken Fuß das Spiel öffnen sollte. Oder beziehungsweise Da hast du zwar recht. Ja, Frage ist halt, und da können wir dann gleich, wenn wir über Transfers und über Wintertransferperiode und so nochmal sprechen, du wirst halt unter Umständen früher oder später in die Situation kommen, wo du da wenig Auswahl hast. Ja, und die Qualität rechts ja schon weniger ist als ein Endicker. Also ich muss sagen, ein Tuta und ein Endicker ist halt schon ein krasser Unterschied. Und ich habe jetzt keine große Spieleröffnung von Tuta gesehen. Nein, es geht auch um die Defensiv-Zweikämpfe, wenn du mit deinem starken Fuß den Stürmer stellen musst. Also ich glaube schon, dass da das im Fußball tatsächlich jetzt nicht Rocket Science ist, sondern dass man sagt, klar, das ist einfacher für die Spieler und sowohl defensiv als auch offensiv. Und wenn da die Situation kommt, dann stellst du halt hinten in die Mitte und in den Dicker links, dann hast du das Problem gelöst. Also ich muss sagen, mir gefällt das eher, als dass es mich nervt, muss ich sagen. Und wir dürfen jetzt, glaube ich, aber auch nicht den Fehler machen, und das höre ich jetzt so ein Stück weit raus, und das habe ich auch an anderen Stellen so ein bisschen wahrgenommen. Das war jetzt das zweite Spiel, wo Tuta in der Startelf stand bei uns. Ja, da ist auch viel Potenzial drin, ähnlich wie bei Endicker, aber Endicker hat einfach schon viel mehr Spielpraxis bei uns gesammelt, und ich finde, das kann man jetzt nicht vergleichen. Also klar, er hat so diesen einen Bock da gerissen, den hat er aber auch selbst wieder ausgebügelt. Wen meinst du jetzt, Tuta oder Endicker? Tuta. Weil, ja, okay, das gab ja eben Endicker gesagt, das okay. Ja. Hm? Nee, also Endicker hat Spielpraxis schon gesammelt, da haben wir schon gesehen, was da möglich ist. Das war jetzt das zweite Spiel von Tuta in der Startelf, der hat diesen Bock gerissen, den hat er selbst ausgebügelt. Ich fand ihn dafür, dass das wirklich gesagt das zweite Spiel ist und er da ganz viel, finde ich, auch Druck auf seinen Schultern hatte, hat er da ein gutes Spiel abgeliefert. Also ich finde nicht, dass wir das jetzt so hoch bewerten sollte. Da steckt schon noch einiges an Möglichkeiten irgendwie drin, und die Zeit sollte man ihm da auch geben. Aber wer macht denn das nicht? Also ich meine, ganz ehrlich, das ist doch, gehört natürlich für alle dazu, und der Entwicklungsstand eines Evan Dicker ist natürlich weiter, trotz der Tatsache, dass die ungefähr ähnlich alt sind, ja, aber Dicker ist halt der Profi, der schon länger auch höherklassig gespielt hat, der bei der Eintracht schon mehr gespielt hat, das ist ganz klar. Die Frage ist halt, man muss sich stellen, wie wir mit den beiden weiter verfahren wollen. Wenn Tuta dann dementsprechend erst vielleicht öfter spielen soll, okay. Muss nur die Frage stellen, wie wir das machen will. Denn Evan Dicker sehe ich immer noch als potenziell ganz klaren, super tollen Innenverteidiger. Aber ich muss mich schon irgendwo committen. Das wird ein Zeichen sein, das die Eintracht setzen muss. Weil Dicker wird auch nicht dauerhaft auf der Bank Platz nehmen wollen. Da habe ich momentan noch keine klare Lösung für. Weil der hat einen krassen Marktwert. Das ist ein Spieler mit einem Haufen Potenzial.
Da müssen wir uns überlegen. Ich kann aber natürlich auch verstehen, dass halt Tutor jetzt derjenige ist, den du mal pushen willst. Vollkommen in Ordnung. Finde ich super. Ja. Wir haben zwei Junge, aber du musst einen Mittelweg finden, Basti. Aber ihr könnt doch eure Probleme in dem Sinne lösen, dass du einfach beide stellst. Also ich meine, ich glaube trotzdem, wenn Hütter die freie Auswahl hätte und Abraham ist noch da, dann wird, glaube ich, momentan Hütter sogar sagen, gut, Hinti in der Mitte, Indika links und Abraham rechts. So, und ja. Für Tuta kommt jetzt für Abraham rein. Da hast du ja deine drei Verteidiger. Und da spielen sowohl Tuta als auch Indika. Dass das ein Gamble ist, wissen wir alle, weil Abraham wegfällt. Und ich glaube, wir dürfen uns auch nichts vormachen, dass Abraham eine Lücke hinterlassen wird. Ja. Und wir dürfen uns auch nichts vormachen, dass Tuta die nicht direkt schließen wird. Wenn man bereit ist, das zu fressen, wird man vielleicht auf lange Sicht belohnt. Und dann hast du alles geregelt. Du hast zwei junge Innenverteidiger, Hinti als Erfahrenen in der Mitte. Dann hast du Kostic links, rechts hast du vielleicht dann Touré oder Durm. Dann hast du da schon welche, die sich in der Rückrunde einspielen können und die hoffentlich dann auch für nächste Saison so einigermaßen so zusammenbleiben. Da hätte ich keine Bauchschmerzen. Wir müssten halt, muss halt gucken, was passiert, wenn Tuta das nicht leistet. Da müssen wir uns alle im Klaren sein, wer dann da spielt. Und das wird Ilsanker sein. Ja, weiß ich nicht. Das lasse ich jetzt einfach mal so im Raum stehen. Das müsst ihr mit arbeiten. Heißt das aber dann, mir ist Weihnachtsfest. Ja, aber das bedeutet aber, dass er nicht auf der 6 spielt. Von daher bin ich schon wieder versöhnt mit. Ja, das ist wie jemanden ins EU-Parlament schicken. Ja, mach's mit dem Alter. Aber Basti, mir gefällt auch Hinti in der Mitte nicht. Das muss ich tatsächlich auch dazu sagen. Also ich finde, sag ihm das doch. Wirklich gut links. Spielen wir denn dauerhaft nur mit einer Dreierkette hinten? Oder mit drei Innenverteidigern? Fünfer? Wie auch immer man es nennen will. Ja, also ich denke mal, dass wir die Saison safe so zu Ende spielen. Also ich glaube nicht, dass Hütter da jetzt Experimente macht. Vielleicht traut er sich nächsten Sommer. Ich habe das Gefühl, Hütter wollte das von Anfang an, als er hier war, probieren. Ja. Hat dann ziemlich schnell gemerkt, okay, ja, Sebe, komm halt wieder rein. Und die Mannschaft hat sich wahrscheinlich da wohler gefühlt. Vielleicht gibt es im Sommer einen neuen Anlauf. Du hast ja auch wenig Zeit, das jetzt irgendwie einzustudieren. Also wir haben jetzt das System, das sitzt jetzt, die Spieler haben jetzt wieder so ein bisschen da den Halt gefunden, haben wieder Lust am Fußballspielen. Du hast jetzt über die Weihnachtsfeiertage die zwei Wochen, wo halt mal kein Spiel ist, aber da kannst du ja jetzt auch kein Spielsystem, in dem du noch nie mal irgendwie 3, 4, 5 Spiele gemacht hast. Ich weiß gar nicht, ob wir so weit davon entfernt sind. Weil in dem Moment, wo du Hasebe so langsam ausklingen lässt, fehlt dir dieser klassische, weiß ich nicht, wie man das nennt, so dieser Libero-Job, den er genommen hat. Dafür hast du einfach keinen adäquaten Ersatz mehr. Klar kann Hinteregger das spielen, aber das ist halt so das ist auf dem Hasebe seinen Leib geschnitten. Sondern wenn du die Position nicht mehr hast, dann sind wir doch gar nicht mehr so weit davon entfernt. Ich meine, du hast mit Durm eigentlich einen klassischen Links-Rechtsverteidiger, den du da jetzt spielen lässt, den kannst du auch auf links bringen. Du hast mit Chandler und Da Costa die Typen, die du da spielen lassen kannst. Du kannst mit Mendika auch als Linksverteidiger spielen. Also ich weiß nicht, ob wir so weit davon entfernt sind. Nee, sind wir ja gar nicht. Es gab ja Spiele, wo das genau sich so, wo es genau so war. Weil Kostic ist ja safe offensiver als Sturm. Das heißt, sobald Kostic irgendwie nach vorne ist, verschiebt sich das hinten automatisch zu einer Viererkette. Ich sehe das auch so. Genau. Und ich glaube, sobald Hasebe raus ist, Dika verschenkt. Ich habe die Bauchschmerzen, die ich habe, tatsächlich bei einer Viererkette ist, dass Hütter das nicht machen wird, dass Hinteregger und Dika die Innenverteidigung sind. Und die würde ich halt stellen. Das heißt, aktuell ist für mich das in dem Sinne ein Kompromiss zu sagen, da hast du Tuta, Indika und Hinteregger auf dem Platz und das sind so die drei, die ich aktuell auswählen würde, wenn Abraham weg ist. Und das kriegst du in der Viererkette nur gebacken, wenn Indika Linksverteidiger ist, wo ich ihn ein bisschen verschenkt sehe, weil ich sehe es wie Marvin. Ich glaube, Indika ist unser größtes Asset, ehrlich gesagt. Ich sehe safe, dass der vielleicht in 2,5 Jahren für 35 Millionen Euro zu Paris Saint-Germain wechselt, wenn der hier ein fester Bestandteil wird. Und das muss jetzt anfangen. Das ist eigentlich fast schon zu spät. Es muss jetzt anfangen, dass der absoluter Stammspieler wird. Weil der meiner Meinung nach mit derjenige ist, der am meisten Marktwertentwicklung noch mit uns bringen kann. Das definitiv. Und das ist genau der Punkt. Darauf will ich ja eigentlich seit gefühlt 2 Jahren hinaus. Und es wird jetzt langsam mal Zeit, dass von Dicker genau das Vertrauen auch bekommt. Und er muss durchgedrückt werden. Ja, aber welche Ziele haben wir? Das müssen wir überlegen. Aber tatsächlich haben wir ja mit von Dicker dann mit Hinteregger auf jeden Fall zwei klare Innenverteidiger, die das Potenzial haben, und eine Tuta müssen wir aufbauen. Die Frage ist dann halt, die schließt sich an,
Wollen wir das dann so belassen oder sagen wir, na gut, wir haben Finn Otto in der Hinterhand, Janik Brugger, die ich überhaupt nicht bewerten kann, seriös. Und natürlich haben wir noch Hasebe, das ist ganz klar. Ich würde halt jetzt ehrlich gesagt nicht mehr komplett auf den setzen. Nee. Vielleicht gibt es Leute, die das anders sehen. Aber die Frage, ob man in der Innenverteidigung dann doch noch präventiv was machen müsste, die stellt sich, wird unterschiedlich beantwortet. Na, ich glaube, die Antwort ergibt sich auch ein bisschen aus dem, wie es tatsächlich mit Ndicka weitergeht. Weil ich sehe dieses Szenario, dass der noch 2 Jahre bei uns spielt. Und dann richtig viel Kohle bringt, das sehe ich noch nicht so ganz, weil je nachdem, wie auch hier dieser ganze Corona-Wahnsinn weitergeht, wenn wir im Sommer Geld brauchen, dann ist der Ndicka weg. Weil dann wirst du den viel früher verkaufen müssen. Ich glaube, da sind eher andere weg. Da hast du noch Hinti und Kostic. Also ich glaube, aktuell würde es sich tatsächlich noch nicht lohnen, den zu verkaufen, muss ich sagen. Also, was kriegst du jetzt für den? Maximal 20. So, ja, wenn überhaupt. Also, mach mal Corona weg, dann kriegst du vielleicht 15. Ich glaube, Ndicka wäre der falsche Zeitpunkt. Ich glaube, wenn Kostic nochmal performt, ist er derjenige, den wir im Sommer vielleicht nochmal verkaufen können. Ja, aber ich glaube, dass es auch nicht nur einer sein wird. Ja, weil, also wenn du aber ganz andere Probleme, wenn du Ndicka, Hinteregger und Kostic verkaufst im Sommer. Ja, Hinteregger sehe ich gar nicht so auf der Liste. Nicht, weil er keinen Marktwert hat, sondern da glaube ich am wenigsten, dass man zu einem gescheiten Deal kommt. Ist ja, schwierig. Kommt dann natürlich auch ein bisschen auf die Rückrunde an. Klar, wenn der jetzt eine Rückrunde stabil weiterspielt, kann es natürlich im Sommer schon sein, aber irgendjemand muss hier noch bleiben dann. Das muss die Eintracht den Spielern schon sagen. Es können alle gehen. Leider können nicht alle gehen, aber genau, es ist schwierig. Ich sag's nur, ich hätte Zeit nächstes Jahr. Gut zu wissen. Aber es ist aber. Innenverteidiger oder linke Außenbahn, Alex? Was würdest du spielen? Ich habe auch einen rechten Fuß, ne? Also. Oha. Ja. Auf gar keinen Fall Außenbahn. Ich brauche eine Position, wo ich nicht so laufen muss. Ich bin auch schon im Hasebe-Alter. Also auf der Bank drüber. Quasi. Bank ist super. Bank ist super. Aber er besprecht ja einen wichtigen Punkt an, denn natürlich, es gibt mehrere Optionen. Ja, ich will jetzt die Leute auch nicht wegreden. Es gibt mehrere Optionen. Ich sehe, aktuell gibt es natürlich die Spieler, die jetzt schon irgendwo safe ein Stück weiter sind vielleicht als Ndicka. Das müssen wir abwarten, je nachdem, wie der Markt halt auch da ist. Das können wir jetzt ehrlich gesagt schwer beurteilen, weil wir gar nicht genau wissen, was im Sommer ist, wenn du überhaupt überlegst, was jetzt gerade so passiert. Da hat ein Basti mir beispielsweise gestern gesagt, das hatte ich auch überhaupt nicht auf dem Schirm, dass in Frankreich gerade der Markt sich komplett neu öffnet, weil da finanzielle Ressourcen gar nicht mehr so verfügbar sind. Das heißt, es könnte vielleicht für die Eintracht sich auch... 93 gehört, dann wüsstest du das. Ja, habe ich auch tatsächlich. Deswegen habe ich ja darauf gerade referiert. Aber das heißt ja nicht, dass ich davor wusste. Ja? Ah. Aber wie gesagt, also das ist ja trotzdem sehr interessant. Da gibt es ganz verschiedene Unwägbarkeiten. Das müssen wir dann im Laufe der Saison sehen. Aber keine Ahnung. Also ich finde es schwierig. Ja, ich muss sagen, bei mir steht und fällt das. Ich habe es ja auch bei Fußball 2000 schon gesagt. Aktuell würde ich unterschreiben, wenn keiner geht und alle bleiben. Wenn aber natürlich du die Möglichkeit hast, weiß ich nicht. Sagen wir mal, Williams und Da Costa gehen im Winter. Hat die Eintracht, ähnlich wie es im Sommer gemacht hat, was freigeschaufelt. Ich glaube, das ist auch aktuell die Situation. Ich glaube, wenn jemand kommen soll, und die Eintracht weiß, glaube ich, auch um die Notwendigkeit vielleicht, wenn Ache nicht schneller fit wird oder Abraham geht natürlich weg. Wenn die Möglichkeit besteht, dass da irgendwelche Leute im Winter gehen, dann kann es auch sein, dass jemand kommt. Also ich glaube, das wird safe so sein, pro Spieler, der geht, könnte eventuell ein neuer kommen, aber mehr auch nicht. Ich glaube nicht, dass die Eintracht noch welche dazu holt, eher austauscht. Und ist auch tatsächlich gar nicht so genau das, was die Eintracht jetzt gerade auch gedanklich im Kopf hat. Also Bobic hat ja schon gesagt, dass er eigentlich ohne Winterneuzugänge plant. Natürlich ist auch so ein bisschen eine Taktik dabei, aber wir wissen halt alle um diese Situation. Finanziell ist das einfach gerade extrem schwierig. Ja? Und ich glaube, die Eintracht hat noch einigermaßen Glück, hat jetzt ja auch Bürgschaften, Kredite aufgenommen, um jetzt ganz gut durch die Saison zu kommen. Alles gut und schön, aber das heißt halt, dass du jetzt nicht unfassbar krasse Neuzugänge mit unfassbar krassen Neuzugängen planen kannst. Ja, wir können auch jetzt schon mal darüber sprechen, wen wir denn potenziell wegsehen würden, wenn wir uns dann jetzt von dem Gladbach- bzw. Augsburg-Spiel lösen wollen. Hatten wir dazu noch was oder wollen wir da weitergehen? Nö, lass uns mal bei dem Transferthema bleiben, da waren wir ja jetzt schon mittendrin, also... Wir sind jetzt quasi nur bei der Winterpause oder ja. Winterpause. Geht ja auch schon so weit, wer eventuell zurückkommt. Nee, ich würde jetzt erstmal nur über Wintertransfer sprechen. Ich glaube, da ist es schon. Wie lange geht das eigentlich? Die fängt am 2.1. tatsächlich an und geht bis zum 1.2. Also knappe 5 Wochen. Also im Januar quasi. Genau. Mhm. Also nicht viel Luft.
Nee, ist nicht so wirklich lange, aber. Also der erste, den ich in den Raum werfen würde, wir können ja jetzt wieder mal. Also ich gehe davon aus, dass wenn einer geht, dass Da Costa sein wird. Mhm. Ja, Willems ist für mich auch schon. Also der ist für mich eigentlich schon safe weg. Ja, da war, aber da kann es halt sein, dass Newcastle einfach bis zum Sommer wartet, um den umsonst zu kriegen, ja. Und das ist das große Problem, weil im Endeffekt wäre es ja schön gewesen, hätten wir für den mal ein bisschen Geld bekommen. Ja, aber ganz so ist es halt nicht, ne? Weil, wie du sagst, im Winter, im Sommer könnten sie, könnten jetzt noch warten und dann kostet er gar nichts. Das wäre halt schon extrem bitter. Die Eintracht hatte ja kurzzeitig ja mal überlegt, mit ihm zu verlängern, was wir von allem, was wir hören. Das hatte erst der Berater war dem Ganzen relativ positiv, aber so, was man von Willems hört, ist er nicht derjenige, der jetzt gerade verlängern würde. Muss natürlich auch sagen, war auch verletzt, hat jetzt einen schwierigen Start auch generell bei der Eintracht gehabt. Ich weiß nicht, sieht momentan nicht danach aus. Also insofern, ich würde mir wünschen, wenn wir im Winter einen Abnehmer fänden, aber am Ende haben wir Pech und dann wechselt er ablösefrei. Das ist, glaube ich, nicht so unwahrscheinlich, das Szenario. Ja, leider. Und dann hast du Da Costa. Da Costa ist der Punkt, was Basti ja schon angesprochen hat, der sich, ich will nicht sagen sichtlich, aber wirklich extrem unwohl gerade in dieser Rolle fühlt, wird manchmal noch eingewechselt, ist da aber auch nicht so wirklich hundertprozentig bei der Sache, dafür kann der nichts, aber du merkst halt, in dieses Team kommt er gerade ganz, ganz schwer rein und Da Costa, wir wissen ja alle, was er kann und er hat ja auch sehr, sehr gute, eine sehr gute Serie 18-19 beispielsweise bei der Eintracht abgeliefert, aber aktuell ist es halt schwierig für ihn. Tja, er muss halt auch sehen, wie er seine Karriere weitergestalten will und gerade, dass ihm ein Durm da einen Rang abgelaufen hat, hätte ich vor 3 Wochen gesagt, sagt viel über Da Costa aus. Mittlerweile muss man aber auch sagen, Durm hat diese Leistung ja auch sehr extrem gut konserviert. Mittlerweile sogar mit kleinen Anzeichen für Torgefahr. Tja, also es gibt keinen Grund zu wechseln. Eher für Da Costa zu einem anderen Verein. Ja. Herr Durm hat aber auch die Chance, die er bekommen hat, extrem gut genutzt. Ne? Und das tut Danny Da Costa halt leider nicht. Ich meine, es ist auch extrem schwer, wenn du nur 10 Minuten alle 8 Wochen mal bekommst. Ja, aber sehe ich genauso wie du. Ich glaube auch eher, aber man muss natürlich sagen, bei Hütter ist es ja wirklich so, die manchmal komplett weg vom Fenster sind, kommen dann auf einmal wieder rein und spielen wie der Stamm. Ne? Das ist ja auch jetzt was wir jetzt ein paar Mal hatten, Spieler, die überhaupt nicht mehr getragen wurden. Also klar, Kamada ist ja jetzt ein schlechtes Beispiel, aber da kann ich mir auch wieder vorstellen, der wurde jetzt auch Spiele wieder nicht berücksichtigt, kommt dann rein und spielt wieder 2, 3, 4, 5 Spiele am Stück. Sehe ich jetzt bei Da Costa auch nicht so und ich glaube auch, dass er völlig recht hat, dass der mit auf der Abgangsliste steht, ist dann auch mit Willems fast die einzigen beiden, die ich jetzt momentan sehe, die im Winter gehen könnten. Auf der anderen Seite, wenn er es schaffen sollte, dafür bleibt natürlich dann nicht viel Zeit, dann kann es natürlich sein, dass wir ihn im Januar dann auch schon wieder nochmal 1, 2 Spiele sehen. Vielleicht auch einfach, um ihn ins Schaufenster zu stellen. Ich weiß nicht, inwieweit das notwendig ist, ob es denn Interessenten gibt, was auch überhaupt die Eintracht fordert, will sie einfach sozusagen ihn von der Gehaltsliste auch wegbekommen. Kriegen wir noch ein bisschen Kleingeld für ihn? Bei Willems genau dasselbe. Ich bin mir nicht sicher, was verdient ein Willems? Ist das was, wo wir jetzt gucken müssen? Kommen, ja, das ist schon nicht so wenig, glaube ich. Ne, ich denke, bei ihm könnte ich mir auch vorstellen. Also ich glaube, beide. Da Costa hat, glaube ich, tatsächlich auf seinem Peak den Vertrag verlängert, als er diese Riesensaison gespielt hat. Ja, also der hat auch nicht so wenig bekommen. Willems ist damals für 6, 7 Millionen aus Eindhoven gekommen. Also der wird jetzt auch nicht hier für Lau spielen. Das heißt, wenn du die beiden von der Payroll kriegst, ist vielleicht wirklich Platz dafür, jemanden auszuleihen. Und vielleicht hat kann das derjenige sein. Weil ich habe das Gefühl, Marvin würde ruhiger schlafen, wenn er wüsste, Tuta wäre quasi derjenige, mit dem man es probiert. Aber wenn es nicht klappt, wäre da noch jemand. Ja, also ich würde auf jeden Fall ruhiger schlafen. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass diese ganze Personalien, also das, ich will irgendwie sagen, das frustriert mich mit Jethro Williams, weil ich immer das Gefühl habe, nicht nur weil er einen geilen Zwischennamen hat, Sexer, kommt da nicht zu werden weg, das ist super. Jethro Danovic, Sexer Williams, ein geiler Name einfach. Da war so viel möglich und wir sehen ja die Qualitäten, die er hat und ich ärgere mich. Ich meine, das war ja auch kein günstiger Transfer, ne? Du hast ja eben angesprochen. 4,5 Millionen hat die Eintracht so roundabout mit Zusatzzahlungen waren es vielleicht dann doch über 5. Also hat die Eintracht damals gelotzt an PSV Eindhoven. So richtig gekickt hat es leider nicht, aber
Irgendwie ärgert es mich. Vielleicht hat er auch Pech, dass Kostüm so gut ist. Bin ich aber auch bei dir. Also ich hätte auch mich gefreut, oder ich habe mich auch gefreut, als die Gerüchte aufkamen, dass die Eintracht doch nochmal mit einer Verlängerung mit ihm überlegt, plant, in Frage kommt. Ja. Weil ich glaube wirklich, dass sobald Hasebe raus ist, wird das tendenziell auf die Viererkette rauslaufen. Und da wäre Willems die perfekte Besetzung. Ja. Auf der linken Seite. Ja, es ist schwierig, ja. Wen sehen wir denn noch? Haben wir denn noch andere? Also Da Costa, ohne ihn jetzt wegreden zu wollen, aber das sieht schon alles so danach aus. Aber auch da, welcher Markt ist denn da? Wo könnte er hin? Ich weiß noch, als wir im Sommer darüber nachgedacht haben und es ja eigentlich relativ knapp war, dass Danny Da Costa zu Schalke geht. Ich kann mir aktuell nicht vorstellen, dass es der Fall sein wird. Die werden sehen, dass sie ihre letzten Euros, die sie haben, für den nächsten Trainer ausgeben werden. Da bin ich mal gespannt, ob das wirklich groß wird. Oh Gott, Zorniger wird auch gerichtet. Also alle Schalke-Fans haben momentan extrem harte Zeiten. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er großartig ein Danny Da Costa dazu stoßen wird. Gibt es denn irgendwelche Interessenten? Wissen wir da irgendwas? Wäre vor allen Dingen auch total dämlich, die jetzt alle nach Schalke zu geben, ne? Weil dann gibt es dann irgendwelche Kaufoptionen oder Klauseln dabei, die greifen aber nur, wenn sie die Klasse halten. Das Eintritt ist relativ unwahrscheinlich und dann sitzt du in 4 Monaten später sitzt du wieder da und dann kommt Danny Da Costa und Pacencia und Renault kommen alle mit gepackten Koffern zurück und sind wieder da. Und selbst wenn die drin bleiben, wer sagt dir denn, dass die die Kohle haben, um das dann nachher auch alles zu bezahlen? Ja, das kommt schon aus irgendeiner Wurstsuppe raus. Boah, ich wüsste jetzt gerade ernsthaft keinen. Mainz vielleicht. Haben die Probleme auf der Rechtsverteidigerposition? Brauchen die da? Mainz ist ein einziges ist ein ganzes Problem. Ja, gut, davon mal abgesehen. Ist aber so. Also habt ihr echt recht. Ich meine, das ist ein gesamtes Konstrukt, was extrem problematisch auch gerade so ein bisschen, eigentlich gerade implodiert, wenn wir angucken, dass Rosenthal. So machen wir es. Wir tauschen Da Costa gegen Mateta. Fertig, Alter. So, 1 zu 1. Ja, aber den brauchen wir doch gar nicht mehr tauschen. Ich dachte, den Vertrag hast du. Ja, ja, hast du nicht mitgekriegt, was Mainz macht. Die entlassen jetzt die ganzen Mitarbeiter, die damals mit dem Deal was zu tun haben, nur um das zu vertuschen. Habe ich tatsächlich nicht, weil ich mich sehr wenig. Das ist der wahre Hintergrund. Basti Red deckt die Mateta-Verschwörungsmythen auf. Natürlich, ja. Ja. Mehr dazu in unserer Telegram-Gruppe. Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Also Mainz könnte möglich sein, wenn die finanzielle Ressourcen haben. Da läuft es wirklich ja auch in der Defensive nicht. Also ganz, ganz merkwürdige Situation. Ansonsten wäre halt nur Spekulatius. Man muss sehen, was möglich ist. Spekulatius. Ja, das Problem, was ich eigentlich viel eher habe, ist, ich habe fast Angst, dass jemand geht. Also ich sag mal, Willems ist schon so, fände ich eigentlich geil, wenn er bleiben würde. Da Costa, gut, kommt im Moment eh nicht zum Zug, ist aber jetzt auch kein schlechter, fände ich auch nicht schlimm, wenn er bleibt, ne? Also wäre auch okay. So, und dann hört es aber auch schon auf. Also bei denen käme ich noch so drauf klar, wenn die gehen, aber bei allem anderen, eigentlich will ich nicht, dass aus dem Kader jemand geht. Ja, das meine ich ja. Ich würde auch direkt unterschreiben, wenn ich wüsste, alle bleiben. Ja. Ja, aber es ist unwahrscheinlich. Ja. Deswegen habe ich viel mehr Angst davor, dass irgendjemand geht, der uns wirklich wehtut oder der uns wirklich fehlen würde, einfach weil man. Ich habe das nämlich auch, weil das ist mir viel zu ruhig drum. Viel zu ruhig drum zu denken, ja, oh, Geld, das geht schon, bla. Aber es ist genau das, was Alex sagt. So am Ende kommt es aus dem Nichts, wird uns einer da rausgerissen, weil er einfach Cash braucht. Ja. Da hätte ich keinen Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, gut, aber das wird tatsächlich, glaube ich, dann eher im Sommer passieren als im Winter. Ja. Gut, ich vertraue dir da, bringt mir nichts, wenn es dann doch nicht stimmt. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir, das müssen wir mal ganz klar festhalten, wir stochern alle im Trüben. Ja? Also Eben. Wir wissen nicht genau um die Finanzsituation. Genau. Wir können den Aussagen, die Verantwortlichen uns machen, können wir denen nur Glauben schenken. Ich denke, wir haben alle Berechtigten großes Vertrauen, die uns auch jetzt, wo wir sagen müssen, dass die Eintracht uns auch durch dieses unsichere Gewässer ganz gut manövriert hat, aber es wird halt schwierig. Und ich meine auch, die Sache ist klar, bis Sommer geht das, ja, aber du weißt nicht, irgendwo lauert noch was, wenn du vielleicht jetzt schon mit dem Geld geplant hast, was Patient potenziell einspielen würde, dann wirst du wahrscheinlich auch Probleme bekommen. Ja, es sind so Sachen, ja. Und ich glaube, wenn es einen Verein gibt, dem alles scheißegal ist, und davon gibt es ja leider immer mehr, und das ist ja genau der Punkt, wenn ein Verein kommt, dem alles scheißegal ist, und der sagt, wir wollen diesen Spieler, dann wird die Eintracht mehr denn je sagen, okay,
dann machen wir das. Das ist nämlich genau der Punkt. Denn ist, die Eintracht muss mit den Unwägbarkeiten dieses Marktes zurechtkommen, während andere sagen, mir ist es scheißegal. Ja, was weiß ich, Red Bull, was weiß ich, vielleicht irgendeiner in England oder so. Dann ist es denen wirklich egal und dann muss die Eintracht das leider machen. Und dann sehen wir halt alt aus und dann kann einer aus der Mitte, aus unserem Herz herausgerissen werden. Ist möglich, ich will es nicht hoffen, aber es ist wahrscheinlicher als alles andere. Und da ist er wieder komplett hin, sämtlicher Optimismus, den ich vor ein paar Minuten noch hatte. Vielen Dank dafür. Es geht nicht anders. Also es ist halt tatsächlich einfach so. Ich meine, du hast mittlerweile Player in der Bundesliga, die nicht mit den, die eigentlich außerhalb des Marktes spielen, weil der, also ne, das ist immer dieser Unsinn von freien Markt und so weiter. Ja, siehst du ja, funktioniert super. Geil, Leipzig, Hoffenheim, meine Güte. Guck mal, Hoffenheim, oh, richtiger Overperformer, jetzt im DFB-Pokal rausgeflogen. Geil, Tabellenplatz 12. Meterschießen gegen Fürth. Wie gut ihr seid. Und die, alle drei Hoffenheimer jubeln wieder. Yay, geil, spitze Bundesliga. Und das ist halt genau das Problem, ne? Dass wir uns, wir machen so selber die ganze Zeit einen vor, aber Hoffenheim wird es nicht treffen. Denen ist scheißegal. Die können noch 3 Jahre Corona haben und den wird es nicht treffen. Die drei Fans, die nicht ins Stadion dürfen, okay. Da ärgere ich mich lieber überhaupt, aber das haben wir an anderer Stelle schon gemacht. Aber das ist denen scheißegal. Aber andere Vereine wird es potenziell treffen oder zumindest Mitleidenschaft ziehen. Da gehört die Eintracht irgendwann halt dazu. Deswegen, es ist schwierig. Insofern kann ich die Sorge teilen, dass potenziell einer gehen könnte. Aber in der idealen Welt würde ich mir trotzdem einen Innenverteidiger wünschen. So. Ja, was ist denn eure Meinung? Jetzt haben wir noch gar nicht über Zugänge gesprochen, auch wenn Bobic sagt, es wird wohl keine Neuzugänge geben. Was ist denn so eure Meinung dazu? Seht ihr eine Position, wo ihr sagt, da muss safe einer kommen, sonst haben wir ein richtiges Problem? Oder was wäre denn die Position? Also wenn jeder eine Position nennen dürfte, nur eine, keine zwei. Okay. Geil, gute Frage. Was, was wäre die Position, die ihr verstärken würdet? Wer möchte Sturm anfangen? Dennis? Ich fange an, okay. Ich würde tatsächlich in der Innenverteidigung nachlegen nochmal. Den Abraham würde ich ersetzen, also Abraham würde ich tatsächlich versuchen zu ersetzen durch eine Laie von einem starken, gerne auch Rechtsfuß auf der Seite. Das wäre eben genau dieses System. Und wenn dann hinten meinetwegen mit Hinti und Endika und so weiter, tut er. Das ist ja, ist zwar schön und gut, dass man sagt, okay, der braucht die Spielzeit und so weiter. Trotzdem sehe ich da das System am fragilsten momentan und wo uns natürlich auch gerade für das Spielsystem nach vorne hin noch viel, viel Erfolg versprochen wird, in meiner Sicht zumindest, wenn wir hinten noch stabiler stehen einfach, dann spielst du einfach als Mannschaft besser auf. Und ja, normalerweise, klar, man darf jetzt nur einen nennen, dementsprechend bleibe ich dabei. Ansonsten wisst ihr, wird jetzt der ein oder andere auch noch eine andere Position benennen. Noch. Ja, das könnte sein. Basti? Ich würde im Sturm was machen. Was Externes holen oder Jovelic zurück? Was Externes. Jovelic lassen wir mal schön da, der soll sich mal genauso weiterentwickeln, wie er das gerade tut. Ja, Marvin hat es gesagt, wenn in Frankreich irgendeiner jetzt tatsächlich vor dem Nichts steht, und ich glaube, bei 2, 3 Vereinen ist das sogar schon so. Ich glaube, Memphis Depay wurde gerade hier am internationalen Transfermarkt für 5 Millionen Euro angeboten. Also wenn der schon so runtersackt, gibt es vielleicht welche auf einem niedrigen Niveau, die da sind. Und ich sag mal so, wenn du da einen schnellen Spieler findest, den du für günstiges Geld ausleihen und oder vielleicht sogar kriegen kannst, weil er auch im Sommer der Vertrag ausläuft, dann würde ich das machen, weil man A nicht weiß, wie sich Ache entwickelt. Und ich finde, wenn man ab und zu mit 2 Stürmern spielt, kannst du auch gerne 4 im Kader haben. Also da stimmt, ja. Das ist jetzt, was passiert denn, wenn sich jetzt, ich meine, Ache hat sich jetzt verletzt, gut, wir haben Glück gehabt, dass Silva und Dost durchgehalten haben. Was ist denn, wenn sich jetzt noch einer verletzt? Also ich finde, wenn du mit 2 Stürmern spielst ab und zu, kannst du gerne 4 im Kader haben. Deswegen würde ich probieren, da was zu machen, bin aber natürlich auch realistisch genug zu sehen, dass das eventuell nur geht, wenn irgendwo einer verschwindet. Ja, also ich nehme auch, es fällt mir schwer, denn ich finde die Sturmposition extrem relevant auch. Darüber hatten wir ja schon mal gesprochen, Basti. Würde mich aber im Zuge der eklatanten Verschiebungen, auch der Qualität, wenn wir überlegen, dass mit Abraham wirklich ein absoluter Leader-Typ geht, würde ich mir schon
zumindest eine Innenverteidigung, eine Neuakquise wünschen. Die Situation ist insofern schwierig, dass ich einfach merke, dass die Eintracht zwar so Spieler in ihrem erweiterten Umfeld hat, die aber alle keine Rolle spielen und ich gerade überhaupt nicht weiß, weniger als denn je, was passiert denn gerade mit den ganzen 18-Jährigen, um Finn Otto, um Brugger, die alle in diesem Umfeld dabei sind, aber die kann ich nicht einschätzen. Sind das adäquate Backups, macht das gerade Sinn und was haben wir denn überhaupt im Sturm, ne? Wenn wir dann nämlich weggehen von denen, die wir eben genannt haben, ist es ja ebenfalls problematisch. Ach, er ist noch verletzt, das nervt mich auch komplett, weil der würde jetzt immer mal wieder reinrotieren. Das kann der jetzt gerade nicht und das ist halt scheiße. Und ich habe keine Ahnung, was ein Makanda zu leisten imstande ist. Ich habe den ein paar Mal bei der Jugend gesehen, aber im Bundesliga-Terrain, das ist nochmal ein anderes. Und ich glaube, auch für die Eintracht im Jugendbereich oder in dem Bereich, der gerade hochgezogen wird, ist es Corona-Zeit eine extrem schwierige Saison. Ne? Die dürfen nicht vernachlässigen, die A-Jugend trainiert, aber sie spielt nicht, sie bestreitet keine Matches, das ist schwierig. Das heißt, also können alle nur mit der Eintracht A-Mannschaft zusammen trainieren. Auch Kacksituationen gerade. Und deswegen, eigentlich will ich auf beiden Positionen was machen, aber ich sag mal in der Innenverteidigung, weil irgendwie habe ich immer noch negative Vorzeichen, die ich dann immer wieder sehe, wenn wir zu wenig Innenverteidiger in der Winterpause haben. Das kann ich verstehen, dass das Ricardo-Clark-Trauma hängt und immer noch nach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ja. Oh. Ist aber witzig, weil genau das wäre auch mein Argument gewesen, dass wir schon mal versäumt haben, im Winter in der Verteidigung nachzubessern. Ja. Die Akte Agie, Alter. Ja. Liegt im Giftschrank. 500.000 Euro hat die Eintracht nicht gezahlt, um dann abzusteigen. Herzlichen Glückwunsch an die damaligen Verantwortlichen. Haben wir alle oder fehlt noch jemand? Haben alle, ne? Ich bin noch ein bisschen am Schwanken. Nee, René noch nicht, ja. Ich glaube aber tatsächlich auch Sturm. Also mir ist es in der auf der Stürmerposition gerade zu wenig Auswahlmöglichkeit und ich hätte gern noch einen, der tatsächlich auch so ein bisschen Speed mitbringt, ja, den du jetzt nicht irgendwie, wo du mit dem Golfcar nebenher fahren kannst, um den einzuholen, sondern wo du schon mal irgendwie den Rennsemmel auspacken musst. Wenn da einer drin ist, dann wäre das tatsächlich das, wo ich momentan so ein bisschen mehr hintendieren würde, auch wenn ihr mit all eurer Innenverteidiger-Punkten recht habt. Aber ich glaube tatsächlich, da drückt mir der Schuh gerade mehr. Mhm. Das ist doch interessant. Da bin ich mal gespannt, was unsere Zuhörer entscheiden. Vielleicht ist ja der eine oder andere gerade im Chat und kann uns das nochmal ein bisschen wiedergeben. Aber da ist definitiv einiges Unterschiedliches dabei. Und das beschreibt, glaube ich, die zwei Positionen ganz gut. Im Mittelfeld hätte nämlich, da sind wir, glaube ich, gut genug. Also im Mittelfeld haben wir, glaube ich, mehr als genug Alternativen, gerade jetzt, was wir ja auch vorhin besprochen haben, wo du die Option hast, auf der offensiven Mittelfeldposition mit Barkok, Younes, Kamada hast du einiges an Spielqualität. Du hast auf der Achter- und Sechser-Position durchaus ein paar Optionen, mit denen du arbeiten kannst. Also von daher, da würde ich jetzt tatsächlich nichts sehen. Also wenn man vielleicht noch als Mittelfeld dazu zählt, ist die Frage, ob Super tatsächlich der gewünschte Kostic-Ersatz auf Dauer sein kann oder Alternative. Aber ich glaube, auch da hast du so ein bisschen Optionen. Das wäre dann vielleicht auch wieder so ein bisschen abhängig davon, wie sich diese Williams-Thematik entwickelt. Ich sag mal, wenn dann Williams tatsächlich bleibt über den Winter hinaus, dann kannst du ihn ja auch da durchaus mal laufen lassen. Also dann hast du da auch wieder ein bisschen mehr Möglichkeiten. Von daher. In der Realität aber sind wir uns wahrscheinlich auch einig, wenn wir entweder gar keinen sehen. Oder wenn du jetzt dir anschaust, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen in der Diskussion, durch eine Systemumstellung auf eine Viererkette, hinten hast du natürlich noch etliche, die auch ja Potenzial oder hinten spielen könnten, die im Endeffekt diese Personalie Innenverteidigung noch etwas entspannter, gerade was wir ja an Rechts- und Linksverteidigern ja im Kader haben, das ist ja doch dann noch der ein oder andere. Auch vorhin wurde es ja schon der Ilsanker, der ja auch grauenvollerweise auch da hinten spielen könnte, das ist ja auch so eine Situation. Vorne hast du tatsächlich ein Problem, du hast, glaube ich, Marvin vorhin angesprochen, wenn Ache, der jetzt ausgefallen ist, einer von unseren anderen zwei, die Option mit einem zweiten Stürmer, nimmst du dir dadurch so oder so komplett, plus es darf im Endeffekt wirklich da gar nichts passieren, sonst hast du da ein Riesenproblem, wäre wahrscheinlich dann tatsächlich von der Wahrscheinlichkeit her sogar in meinen Augen, ich würde es mir wünschen auf beiden Positionen, das ist klar,
Aber realistisch sehen wir es wahrscheinlich gar nirgendwo. Und wenn überhaupt, dann eher vorne, weil du hinten natürlich durch eine Systemumstellung wenigstens noch was machen kannst. Was da vorne im Sturm dann, da hast du natürlich dann ein extrem offensives Mittelfeld oder sonstiges. Da gehen dir dann auch wieder die Spieler aus. Also ich weiß nicht, ob wir da nicht tatsächlich eher vorne was sehen. Auch wenn ich es mir, Marvin, dieses Trauma, du hast vorhin schon angesprochen, nie mehr erleben will, dass wir viel zu wenig Innenverteidiger haben. Okay. Na gut. Rede. Schauen wir mal, was da passiert. Wie gesagt, Transferfenster ist ab dem 2.1. offen und geht bis zum 1. Februar. Mal gucken, was da so dann unterwegs ist. Ja, sollen wir vielleicht jetzt nochmal einen kurzen Rückblick machen auf diese 13 Spieltage, die jetzt bislang gelaufen sind. Was ist denn jetzt so unser Fazit, sofern wir eins ziehen wollen nach der nicht ganz fertigen Hinserie bis hierhin. Wir haben jetzt 2 Wochen Pause und dann geht es am 2.1. schon direkt wieder weiter. Also auch nicht viel Luft. Wie bewerten wir denn jetzt diese 13 Spieltage in Summe? Wer möchte anfangen? Neutral mit ein bisschen positiv. Neutral mit ein bisschen positiv. Ja, also es ist nicht ganz schlecht, es ist aber auch nicht ganz gut. Es ist ein bisschen besser als neutral. Also das ist so das, wie ich damit rausgehe. Ich meine, das Gute ist, wir haben echt wenig Spiele verloren. Wir haben in ganz vielen Spielen viel zu viele Punkte liegen lassen. Haben jetzt aber so in den letzten 2-3 Spielen einfach für mich so eine Kurve bekommen, die mich ein bisschen hoffnungsvoll nach vorne schauen lässt. Okay. Mhm. Gegenmeinungen? Nee, also ja. Es ist im Endeffekt ganz genauso zu sagen, der Eindruck der letzten Spiele, Marvin hat das ja schon gesagt, dass sich diese letzten Unentschieden von den vorherigen Unentschieden auch schon unterschieden haben. Da war Dortmund dabei, Leipzig, Gladbach. Gladbach, ja. Ja, das sind andere Unentschieden gewesen und mit einer anderen Aufstellung und halt auch Younes und Barkok, ich glaube Dennis hat es ganz am Anfang gesagt, die waren halt auch nicht die ganze Zeit da, sondern die kamen jetzt rein, die haben auch irgendwie, waren nicht ganz fit. Das ist jetzt der Fall. Ich hoffe, die bleiben jetzt fit und dann kannst du vielleicht mit diesem, wie Alex es genannt hat, mit diesem positiven Fitzelchen, der die Neutralität ein bisschen bunter zeichnet, in die Rückrunde gehen. So gehe ich gerade dahin. Natürlich nicht ignorierend, dass wir trotzdem noch Probleme haben, sonst wären wir ja nicht da, wo wir jetzt stehen, sondern das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist aber eher die Tendenz zu gut und ich will jetzt nach diesem 2020-Abfuck jetzt auch mich da nicht noch reinsteigern. Also zumindest das ist einigermaßen in Ordnung. Es ist krass im Endeffekt, ne? Wenn du dir überlegst, wir sind eigentlich, wenn man sich das ganze Jahr irgendwie Revue passieren lassen, hatte ich eigentlich gedacht, naja, komm, es läuft doch gerade, ist ein ganz guter also Weg. Wir haben es irgendwie ja in die weiter in die Europa League weitergeschafft, waren dann in Salzburg und irgendwie eigentlich alles positiv, haben gute Ergebnisse der Eintracht gesehen, ne? Dann kam halt der ganze Scheiß, war plötzlich alles anders und dann haben wir die meiste Zeit zu Hause gesessen und Spiele auch wesentlich weniger emotional, glaube ich, verfolgt. Dass wir jetzt gerade in den letzten paar Wochen vielleicht wieder die Eintracht uns ein bisschen bekommen hat, wahrscheinlich auch nur ein Bruchteil von allen Fans, muss man übrigens auch sagen. Ich glaube, dass in der Zwischenzeit einige mittlerweile andere Dinge zu tun haben. Ich würde felsenfest behaupten, dass der Corona-Fußball bei Gelegenheitszuschauern nicht grundsätzlich dafür geführt hat, dass alle mit der gleichen Intensität und mit der gleichen Wollust zum Fußball geblieben sind, sondern ich gehe fast davon aus, dass es Gelegenheitszuschauer gibt, die gar nicht mehr zuschauen. Das heißt, ich glaube, eher der harte Kern. Und es hat auch an uns allen genagt. Und ich bin sehr, sehr froh, dass jetzt gerade in den letzten, wie gesagt, ich fand das Gladbach-Spiel hat mich auch emotionalisiert. Das hat zumindest mal wieder was ausgelöst. Ja, es hat totale Begeisterung ausgelöst bei dem Barkok-Ding, wo ich gedacht habe, alter geil, kleine JJ Barkok jetzt hier wieder am Start. Dann hat es Wut ausgelöst, dass die Eintracht so dumm war, einen sicher geglaubten Sieg wieder aus den Händen zu geben. Aber wir waren da emotional dabei. Ja. Genau. Und dann siehst du das Ding in Augsburg, gleichzeitig weißt du, Augsburg auch so ein nerviger Cut. Gegner und so. Und dann siehst du, dass die Eintracht bemüht ist, offensiv was zu bringen. Und genau das ist der Weg, wo man uns Fans auch wieder ein bisschen abholt. Und deswegen will ich auch mit einem leichten Positivgefühl, sorry für diesen Monolog, aber ich wollte das ja mal ganz kurz aus meiner Sicht abdecken, starte ich mit einem leichten Positivgefühl ins Jahr 2021 und der Hoffnung, dass die Mutation nicht wieder zurücksetzt.
Das hoffen wir alle tatsächlich. Oh Gott, oh Gott, Marvin. Also da ja. hast du hier ich Euphorie nun, aus deinem vorherigen bam. Monolog gehabt. Nein, ich habe, nein, nein, das meine ich positiv. Ich hoffe auch, es will jetzt nicht politisch werden, weil das geht ja tatsächlich jetzt wieder in eine politische Richtung, aber Fakt ja. ist, ich will einfach, dass es jetzt weitergeht, dass ja. wir wohl wissen sind, okay, das dauert noch, das wird sich noch bis Sommer ziehen, aber jetzt passiert ja was, Ende Dezember fängt jetzt endlich mal mit den Impfungen an und so weiter und so fort, dass wir dann eine Perspektive haben, spätestens im Sommer, im Spätsommer, im August, wenn die Bundesliga wieder losgeht, zumindest die Hälfte der Zuschauer wieder im Stadion zu haben. Das sind eh die guten Monate, wo das Infektionsgeschehen sich sowieso anders verhält, als es aktuell der Fall ist. Das muss unser Ziel sein. Und wenn wir dann eine Eintracht haben, die bis dahin jetzt ja auch den Weg ohne Fans gefunden hat im Spielerischen. Es kann sein, dass irgendwie gefühlt haben, die sich vielleicht auch ein bisschen schwer getan. Aber jetzt, vielleicht ist das jetzt der Turning Point gewesen. Und jetzt bin ich sehr, sehr positiv und sage, vielleicht haben sie jetzt gelernt, ohne Fans komplett umzugehen und schalten jetzt um auf einen Modus. Denn das Ding ist, die Qualität hat diese Mannschaft. Oh, und das ja. ist gut. Die Qualität haben andere Mannschaften nicht. Bielefeld hat diese Qualität nicht. Wir müssen sie nur wieder dauerhaft auf den Platz bekommen. Köln ist bei weitem keine so gute Mannschaft wie die Eintracht. Bremen hat eine definitiv schlechtere Mannschaft als die Eintracht. Ja, also ich will nur sagen, die Eintracht hat das und sie haben alle Möglichkeiten. Sie müssen es nur konsequenter wieder präsentieren. Und dann reden wir vielleicht auch nicht mehr nur über Platz 12 oder 9. Jetzt war soll das nur enden, wenn wir wieder vor 50.000 Zuschauern zu Hause spielen, wenn wir auch noch ohne Zuschauer gut Fußball spielen? Das ist in der Conference so. League, Alter. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Platz 6 bis 7. Was, die Siebter werden? Ja, Conference League. Ich will lieber eine Conference League als eine Euroleague. Auf jeden Fall. Also definitiv, das wäre auch nochmal was anderes. Schön, Conference League. Ja, ich hätte Bock drauf. Alex, du auch? Ist sie noch da? Ist bestimmt wieder rausgeflogen. Meinst du, sie ist wieder rausgeflogen? Nee, ich rede hier, ich habe doch gesagt, ich muss mal ein bisschen mehr mit dem Mute-Button machen, ne? Ja, so, sehr gut. Ja, da war er. Ich habe ihn gefunden. Schön, dass du wieder da bist. Super. Hättest und vergessen, ihn auszumachen, ja? Auf gar keinen Fall. Was ist denn los mit euch? warum hast du da keinen Bock drauf? Hallo? Schön mal reisen nach Tirana, was weiß ich, vielleicht irgendwie Lavaletta abgraben. Mal gucken, wir gucken Wahnsinn. Mal in Luxemburg vorbei. Ihr seid doch alle nur ausgehungert, weil ihr das ganze Jahr nicht reisen durftet. Wahrscheinlich, ja. Ja, aber was spricht denn aus Mannschaftssicht vielleicht für die Eintracht nicht so attraktiv, aber was spricht denn aus Fansicht gegen die Conference League, ehrlich gesagt? Das ist tatsächlich, glaube ich, so ein bisschen dieses Irland, Alter. Aus Fansicht kannst du da eigentlich nichts dagegen sagen, weil du halt zu Mannschaften fährst, die wahrscheinlich auch. Ja, super. Bock ich fahre in Deutschland schon nicht gern nach Freiburg. Und jetzt soll ich hier, wohin habt ihr eben gesagt? Nach Tirana. Albanien, ja? Irland, Ukraine. Mega. Lettland, und da fahren Alter. wir fahren ja aber auch nicht nach Albanien zum Topclub, ne? Wir fahren ja zum 5. in Albanien oder so. Nee, da musst du dich mit dem Modus der auch Conference League nochmal auseinandersetzen. Ich wollte gerade sagen, da muss ich mir aber hier diese 93-Fun-Friends-Folge noch W8 bis 18 mal anhören, bis ich verstanden habe, wie da die Regeln sind. Gott. Da schätzt mir die Conference League nicht. Das ist ehrlich gesagt der unterschätzteste Wettbewerb. Geil, wie das jetzt total sinnlos hypen. So nach Nein, es ist aber so. Ja, aber so bei die UEFA hat es tatsächlich geschafft, viele Landesmeister aus den, die Euroleague wird verschlankt, die Champions League sowieso ist so ein Wettbewerb unter sich. Da sind viele Landesmeister aus Verbänden, wo aktuell würde der Schweizer Meister in der Conference League spielen, will ich nur sagen. Also unterschätzt mir das nicht, Freunde der Sonne. Also, ich denke, ein klares Plädoyer für die Conference League. Jetzt müssen wir die Eintracht mitspielen. Also kommt, glaube ich, drauf. Ja, der Marvin und ich schicken euch dann Postkarten, wo wir am Albanien am Strand liegen, Alter, und mit 20.000 in Tirana sind. Nee, also ich sage ja, aus Fansicht fände ich das schon extrem charmant und ich glaube auch, dass da einiges geht. Aber ich glaube, so aus Vereinssicht ist es schon undankbar, weil du einen enormen Aufwand mit dem Ding hast und der Ertrag, außer halt eben vielleicht guten Spielen, ja, nicht so groß ist. Aber ich sag dir mal, wer fernab der Rationalität, wie kriegst du es hin, nach einer so drögen Saison, das wird sich ja so durchziehen, endlich wieder dein Potenzial, dein Fanpotenzial zu reaktivieren, ja, mit einem kompletten Bang. Und das muss die Bundesliga sich tatsächlich auch überlegen und das muss auch sich die Eintracht überlegen, weil, was ich eben gerade gesagt habe, es wird Fans geben, bei der Eintracht nicht ganz so
absolut dramatisch, weil für jeden, der aus irgendwelchen Gründen sein Saisonticket zurückgibt, gibt es definitiv einen, der auch Bock hat. Aber es gibt es nicht gesamtgesellschaftlich, nicht in der gesamten Bundesliga so. Und trotzdem muss aber auch die Eintracht, glaube ich, dafür sorgen, die Fans wieder zu aktivieren, dass wieder plötzlich jeder Bock hat und auch die Gelegenheitsfans, die mal bei Instagram ein Bildchen liken von Hinteregger oder so, dass die auch wieder Bock haben, ins Stadion zu gehen. Und was besser als ein natürlich Europa immer geil, ja, aber vielleicht mit dem richtigen Marketing kannst du halt auch sagen, dass die Conference League geil ist, denn du kreierst wieder Bilder, die Eintracht ist wieder unterwegs. Am besten muss der Verein auch dafür sorgen, dass er den ein oder anderen dürstenden Fans, die jetzt unter der Corona-Pandemie extrem auch finanziell gelitten haben, darf man nicht vernachlässigen. Wir reden hier teilweise aus einer sehr luxuriösen Position. Es gibt vielen Leuten, die extreme Schwierigkeiten, finanzielle Schwierigkeiten haben. Vielleicht muss die Eintracht da auch dem mal unter die Arme greifen, vielleicht auch Fahrten anbieten und dann aber wieder dieses Feuer entfachen. Dann, das wird geil. Mit dem Code Marvin20 bekommt ihr auch noch Prozente auf die Tickets. Ihr seid doch so gekauft, seid ihr doch. ihr Conference League Influencer. Conference ist sehr, sehr gut tatsächlich. Hallo UEFA, ruf an. Sendungstitel incoming. Conferencer. Confluencer, die Confluencer. Die Confluencer. Oh. Jetzt, das ist wirklich direkt irgendwie schützen lassen. Wow. Hashtag Confluencer. Hashtag Confluencer. Also, großartig. Wenn es so wäre, wäre es mir peinlich. Ja, kannst du direkt nachher deine Twitter-Bio anpassen und reinschreiben: erster Confluencer. Confluencer Number One oder sowas. Großartig. Naja. Mit diesem Plädoyer. Mit diesem Plädoyer haben wir, glaube ich, alles gesagt. Ja, mal gucken, wie es dann jetzt tatsächlich läuft. Wie gesagt, 2.1. geht es wieder los gegen Leverkusen, gegen die wir ja dann auch 10 Tage später im Pokal spielen dürfen. Das hatten wir ja noch gar nicht erwähnt, oder noch gar nicht drüber gesprochen, dass das Pokalspiel, was ja eigentlich für morgen angedacht gewesen ist, auf den 12.01. gleiche Anstoßzeit, nämlich 20.45 Uhr, verschoben worden ist, was ja auch so eine krude Nummer war, dass die Bayern diesen Antrag stellen, dieses Spiel zu verlegen und man innerhalb von einer Millisekunde sagt, ja, alles klar, könnt ihr machen, und dann stellt Leverkusen den gleichen Antrag und innerhalb von 5 Minuten sagt man, nee, können wir nicht machen, geht nicht. Also es ist auch eine sehr absurde Nummer, was da gelaufen ist, oder? Herr Dr. Marvin. Ja. Ja, gut. Hätten wir das auch geklärt. Also ich glaube, du hast das vollumfänglich so skizziert. Also mir fällt dazu jetzt ehrlich gesagt nicht mehr viel ein, aber vielleicht hast du ja andere in dieser Runde, die... Ich habe eben so einen Monolog gehalten, jetzt soll ich schon wieder was sagen. Also teile das mal auf. Gut. Basti, dann halt du doch mal einen Monolog. Wie zufrieden bist du damit, dass dieses DFB-Pokalspiel auf nächstes Jahr verschoben wird? Oder wurde vielmehr? Ich bin da zufrieden damit. Das hätte ich jetzt nicht gebraucht, weil wir haben es ja gerade gesagt, wir sind positiv rausgegangen und hätte sich wahrscheinlich geändert. Also, das ist wie wenn du einen Zahnarzttermin verschiebst. Das ist jetzt nicht gut, aber das ist halt für den Moment mal. Das fühlt sich irgendwie gut an. Ja, es ist erstmal gut so, ja. Es ist auch tatsächlich einfach so, man darf da nicht vernachlässigen. Ich glaube, tatsächlich ist für die Eintracht auch einfach gut. Die haben auch jetzt irgendwie viele Spiele gehabt, die haben sich jetzt gerade neu gefunden. Ja, natürlich, mit ein bisschen Glück wäre das auch gegen Leverkusen jetzt kurz vor Weihnachten gut gegangen. Aber ich glaube, wenn du bei der Eintracht mal nachfragst, hat keiner ein Problem damit, dass sie das jetzt erst im neuen Jahr bestreiten. Ich glaube, es ist in Ordnung so und mit Leverkusen damit auch zufrieden ist. Brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wie ist das denn eigentlich? Sind wir jetzt aktuell, haben wir da nur wirklich ein bisschen Urlaub? Also die Spieler, haben die tatsächlich jetzt mal ein bisschen früher frei bekommen und können jetzt mal ein bisschen entspannen? Das kann ja tatsächlich auch für uns noch interessant und wichtig sein, auch wenn natürlich du das Spiel dann hinten hast, aber mal so dieses wirklich Abschalten, Entspannen wäre ja, wenn wir jetzt morgen nur gespielt hätten, hättest jetzt wieder die Vorbereitung gehabt und Dings, dann hätte sich das ja doch wieder deutlich verkürzt. Wurde die Zeit komplett freigegeben, wisst ihr das? Oder Soweit ich weiß, ja. Okay, wobei du dann das Thema an anderer Stelle hast. Du hast halt dann durch dieses DFB-Pokalspiel am 12. hast du halt zweimal aufeinanderfolgend englische Wochen wieder, wo du... Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass das weniger schlimm ist als dieser Durchgehen. Du kannst niemals richtig durchschnaufen und hast hier im Endeffekt ein Spiel. Ich glaube, das kann der Eintracht schon gut tun. Was Dennis sagt, so, die sind jetzt, glaube ich, schon seit gestern, vorgestern erstmal am Chillen. Weihnachtsfeiertage sowieso und dann geht es wahrscheinlich kurz vor Silvester weiter mit Training und dann
zumindest wahrscheinlich eine Woche mal aus. Ich glaube, gerade nach diesem Jahr ist das wahrscheinlich, sogar zu wenig, ja, aber ja, ich glaube, das darf man auch gar nicht unterschätzen, weil es kommt mir auch mal ein bisschen zu kurz. Selbst bei uns, ich meine, wie oft haben wir uns aufgeregt, da spielt die Eintracht nur der Unentschieden. Ich meine, für die Spieler ist das auch unglaublich kacke. Ja. Die hatten jetzt gefühlt, die hatten ja diese Zwangspause da, wo die überhaupt nichts mit sich anzufangen wussten. Aber seitdem ja praktisch gar nicht mehr. Und keine Winterpause, der Sommer wird zu kurz werden, zumindest für die Nationalspieler. Dann geht's direkt wieder weiter, dann hast du irgendwann eine WM in Katar. Das heißt, bis wieder einigermaßen sich alles einpendelt, ist es für die Spieler wahrscheinlich 2023. So, also das ist wirklich so. Dass die mal, keine Ahnung, eine Sommerpause haben dann. Also der nächste lange Sommerurlaub für Fußballspieler, die Nationalmannschaftsverpflichtung haben, ist wahrscheinlich wirklich im Sommer 2023. Ich glaube ja. Schon nicht so einfach, muss man schon sagen. Ich finde es eine schwierige Kiste, ehrlich gesagt. Also das Maß an eng getakteten Spielen ist extrem krass. Insofern, ich glaube, jeder ist froh, wenn er jetzt auch im ganz kleinen Kreis sagen, Weihnachten feiern kann, jetzt ein bisschen mehr Ruhe. Allein dieser eine Tag mehr Ruhe, dass die morgen nicht mehr antreten müssen, wird schon einigen helfen. Und ja, du kommst dann irgendwann wie früh im Januar wieder in diesen Rhythmus. Das wird auch ein bisschen rocky. Die ganze Saison ist merkwürdig. Ich meine, allein die Tatsache, dass zwischenzeitlich Leverkusen auf Platz 1 war, zeigt, wie absurd und merkwürdig diese Saison ist. Ja, ich hätte mal ganz kurz mal für 5 Minuten gedacht, dass Leverkusen vielleicht wirklich mal Meister werden könnte. Gut, okay, das ist natürlich sehr illusorisch. Ja, das aber, ist mal aufgewacht. Ja, aber es ist eine ganz, ganz, also auch, du merkst ja die Anzahl von Gegentoren, die auch Top-Teams fangen, da ist sehr, sehr viel Merkwürdiges dabei. Die Alter muss dann am Januar einfach sehen, wie gut sie starten und dann, glaube ich, wird es dieses zweimal hintereinander irgendwie in englischer Wochen, das kriegen wir schon hin. Ja. So. Immerhin wissen wir, wenn wir bevor wir zu dem Leverkusen-Spiel fahren, schon gegen wen wir spielen, weil die Auslosung für die dritte Pokalrunde tatsächlich schon am 11. Achtelfinale ist, glaube ich, schon am 3. Januar, ja. Also wir wissen dann schon, gegen wen es dann daran geht. Kann ja auch von Vorteil sein. Gut, dann haben wir das Thema auch noch abgehakt. Und dann können wir mal so ein bisschen in die Jahresausklangs gute Taten und Empfehlungen schreiten. Wir haben nämlich da was geschickt bekommen. Als erstes fangen wir mal an mit der guten Tat, die wir da genannt bekommen haben. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause, in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Ich bin ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Da haben wir nämlich eine gute Tat geschickt bekommen von der Simone oder vielleicht dem ein oder anderen da draußen besser bekannt auf Twitter unter penny-y-lane. Die hat uns was geschickt und wir müssen der Vollständigkeit halber sagen, dass sie daran auch beteiligt ist. Es geht nämlich um eine gemeinnützige Organisation mit dem Namen Forut. Da ich nicht wusste, was das heißt, habe ich sie einfach mal gefragt, was das denn bedeutet, weil ich habe dazu nichts auf der Webseite gefunden. Das ist norwegisch und steht für oder heißt Voraus. Sie ist damit im Vorstand und das ist eine Organisation, die kümmert sich um Suchthilfen und Suchtprävention in Aufbauländern, unter anderem in Uganda gerade, wo verschiedene Projekte gemacht werden, wo man jetzt tatsächlich noch so ein Stück weit auf Spenden angewiesen ist, um dort solche Suchthilfezentren aufzubauen, weil man einfach das Problem hat, dass eben auch in solchen Ländern in den letzten Jahren der Konsum von Alkohol und Drogen immer mehr zugenommen hat. Und da möchte man eben jetzt so ein bisschen gegensteuern und unter anderem möchte man eben solche Suchthilfezentren aufbauen, teilweise aber auch Schulen wieder aufbauen, die durch Sturmschäden etc. kaputt gegangen sind und da eben auch entsprechende Suchtprogramme mit aufbauen, um dort eben auch frühzeitig mit Informationen so ein bisschen gegenzusteuern. Und da ist man auf Spenden angewiesen. Und das Schöne bei so einer gemeinnützigen Organisation im Gegenteil zu uns ist, die können halt auch so Spendenquittungen verteilen. Also wer so kurz vor Jahresausklang sagt, ich habe da noch ein bisschen Luft, ich brauche noch eine Spendenquittung für die Steuer, that's the way.
Ich verlinke euch mal die Webseite und dann könnt ihr da mal drauf gucken. Und ich bin mir ziemlich sicher, wenn ihr da noch Fragen habt oder mehr Hintergrundinfos haben wollt, dann könnt ihr die Penny, die Simone da gerne auf Twitter mal anschreiben. Und dann wird ihr euch da eure Fragen liebend gern beantworten. Wie gesagt, der Vollständigkeit halber, sie ist damit im Vorstand tätig. Also von daher nicht so ganz uneigennützig. Ich habe mit ihr da schon öfter mal drüber gesprochen und muss auch sagen, Lob an dieser Stelle. Vielen Dank, weil sie ist da wirklich schon lange involviert. Auch ja eine lange Hörerin hier dieses Formats. Insofern Grüße an dieser Stelle und weiter so. Genau. Kostet auch viel Kraft, gerade in der aktuellen Zeit, sich dann auch noch mit solchen Themen zu beschäftigen. Von daher erwähnen wir das hier liebend gerne. So, und dann machen wir weiter mit ein bisschen Empfehlungen, weil so ganz ohne Empfehlungen jetzt so für die Weihnachtspause geht's dann nicht. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Ja, da starten wir auch direkt rein mit einer Empfehlung von einem Hörer, und zwar vom lieben Rufen, den kennen wir hier auch, der unter anderem an diesen ganzen Jingles hier auch irgendwie mit beteiligt war. Und der hat uns darauf hingewiesen, es gibt jetzt, wenn man tatsächlich keine Lust hat, und das empfehle ich niemandem, diese komische Bilddoku bei Amazon zu gucken, sondern es gibt jetzt was man sich tatsächlich anschauen sollte. Es gibt nämlich eine circa 60-minütige Kurzdoku zu dem Corona-Restart der Bundesliga, wo man mit verschiedenen Protagonisten nochmal gesprochen hat, nochmal so ein bisschen Hintergründe aufarbeitet, nochmal mit Spielern spricht, nochmal, da ist auch tatsächlich jemand von den Fanvertretern mit dabei. Also es werden da auch die unterschiedlichsten Ansichtsweisen dazu beleuchtet. Und wer da nochmal so ein bisschen Zusammenfassung haben will oder auch nochmal so die ein oder andere Stimme im Hintergrund hören will, der kann sich das, glaube ich, guten Gewissens anschauen. Ich habe mir das heute Morgen oder heute Vormittag angeschaut. Das ist der Vorteil daran, wenn man Urlaub hat. Man hat mal 60 Minuten Zeit, sich sowas am Stück anzugucken. Ich fand es tatsächlich ganz informativ, wobei ich auch der Fairheit halber dazu sagen muss, als der liebe Herr Minzlaff da war und sagte, dass der arme Fußballverein zwischen 27 und 29 Millionen jetzt verliert, da ist mir schon kurz so ein bisschen die Galle übergekocht. Aber das gehört vielleicht dann auch einfach mit dazu. Tja, ist schwierig. Alles über diesen Verein, mit diesem Verein ist schwierig bis nervig. Ich werde mir die auf jeden Fall mal angucken. Ist es auch vielleicht ein bisschen kritischer gewesen, dass dann vielleicht auch, was hat man verpasst, was hat man nicht gemacht? Weil am Ende müsste man ja durchaus auch mal darüber nachdenken, was hat die Bundesliga, okay, alles klar, kann ich verstehen. Sicherheitskonzept, Hygienekonzept, alles dies, das. Aber im Produkt wurde ja an sich relativ wenig geändert. Man hat das Ganze dann ohne Fans stattfinden lassen. Also auch in der Dynamik der Erzählung von dem, was wir Fußball nennen, ist ja sonst relativ wenig passiert. Wenn wir natürlich dann übrigens auch dann nochmal reingucken in die einzelnen Kommentatoren beispielsweise, dass sich da, das will ich jetzt sehr positiv formulieren, es hat sich nicht sonderlich gebessert, das Kommentatorenprodukt, muss ich sagen, zumindest von dem Hauptanbieter, was die ganze Sache auch jetzt nicht unbedingt besser gemacht hat. Also auch hier hätte man darüber nachdenken müssen, das Produkt auch für die Corona-Zeit anzupassen. Hat man nicht gemacht. Man hat weiter einlabern lassen, der oftmals genug Grüße an dieser Stelle an den Herrn Born, glaube ich, war das, der uns bei Gladbach begleitet hat in schrecklichster Art und Weise. Das sind so Dinge, die man ja schon vernachlässigt, weil man jetzt Augsburg im Blick hat. Aber es ist tatsächlich einfach so, ich muss sagen, ich bin von der ganzen Präsentation der Bundesliga, und zum Glück sind wir in der Bundesliga, wenn wir in der zweiten Liga wären, wenn wir dann gucken, was Sky dort fabriziert, ist ehrlich gesagt eine absolute Frechheit. Also auch da könnte man theoretisch mal nachfragen. Ja, dazu wird in dieser Doku halt nichts gesagt, und es wird aber auch für mich dann dadurch relativ klar, dass man da jetzt keine Bestrebungen hat, an diesem Produkt in der Richtung was zu ändern. Es wird für mich schon klar, aber das kannst du dir ja nochmal angucken, vielleicht siehst du das auch nochmal mit einem anderen Blick, dass man schon sehr bestrebt ist, das Produkt jetzt erstmal so übergangsmäßig so laufen zu lassen und dann halt wieder zum alten Produkt zurückzugehen. Ja, ich habe das Gefühl, dass man sich komplett daran gewöhnt, dass man ein fernbasiertes Produkt herausgebracht hat, über Jahre hinweg, was man dann nicht mal selber gemacht hat, sondern das haben die Fans gemacht, die Momente gesetzt und man einfach gesagt hat, okay, man überträgt das 1:1 weiter und plötzlich stellt man fest, naja gut, okay, ja, jetzt fehlt aber jetzt hier schon so ein bisschen was, naja, machen wir es einfach weiter, bis es wieder geht. So, das ist halt... Ja, das ist leider, glaube ich, auch so. Also oder? Das ist
Das ist schwierig. Ich finde es okay, weil man es vielleicht machen muss, aber ehrlich gesagt, vielleicht bin ich der Einzige, der sich darüber aufregt, aber die Art und Weise der Innovation, die ist nicht weit gediegen in meinen Augen. Nee, ist sie auch an der Stelle nicht. Ich habe da aber auch nicht das Gefühl, dass man da Bestrebungen hat, in der Richtung tatsächlich was zu tun, sondern man bleibt bei dem, was man bisher hatte. Was man natürlich dann zugute halten kann, ist, dass man sich zumindest ein Konzept überlegt hat, wie man dieses Produkt jetzt erstmal übergangsweise fortführen kann. Da habe ich so an ganz vielen anderen Stellen das Gefühl, dass man sich über solche Dinge gerade sehr wenig Gedanken macht. Okay. Ich glaube, Marvin, selbst wenn Corona nicht wäre, in Deutschland habe ich das Gefühl, muss man immer irgendwie 5 Jahre warten, bis alles so weit ist. Weißt du, was ich meine? Ja. Du siehst irgendwelche Entwicklungen, die meistens in Amerika stattfinden und dann kommt das hier zeitversetzt. Und ich glaube, und so ein Short Notice war das komplett unrealistisch, daran zu glauben, auch wenn wir da und du gerade am Anfang gute Ideen entwickelt hast. Aber es ist wie in vielen Bereichen, du hast das Gefühl, hier in Deutschland malen die Innovationsmühlen immer sehr, sehr langsam. Darf ich, also ich würde da gerne erstellen, dass man kurzfristig in Deutschland keine Innovationen hinkriegt, man kriegt aber auch langfristig keine Innovationen hin. Ja, das kriegst du dann schon, aber mit Verzögerung halt immer. Also du hast das Gefühl, das wird immer so ein bisschen verschlafen und dann macht man es halt das doch. Das muss aber dann schon richtig gut irgendwo anders funktioniert haben und schon total etabliert sein, damit es hier dann auch umgesetzt wird. Das stimmt, ja. Während ich mir diese Doku... Wir haben jetzt hier ein Cyber Valley, haben wir jetzt hier eingerichtet. Und während ich mir diese Doku da heute Morgen angeguckt habe, habe ich parallel die Meldung bekommen, dass der Plan der Landesregierung NRW geleakt worden ist, wie man mit dem Thema Schulen im Januar umgehen will. Wisst ihr, was das Konzept ist? Sie zulassen? Wir setzen den Schwellwert nach oben. Während eine Frau Merkel im Bundestag steht und sagt, wir müssen irgendwie diese 35 Neuinfektionen oder unter die 50 kommen, weil es wird halt irgendwie kritisch, ist das Konzept des Landes NRW für Schulen im Januar, alles was unter 200 ist, ist okay. Über 200 machen wir uns mal Gedanken und wenn es ganz kritisch wird, dann machen wir uns vielleicht dann noch ein bisschen mehr Gedanken. Aber bis 200 ist gut. Ganz ehrlich, ich habe ein Konzept für die. Kauft fucking mehr Impfstoff, ihr Lauchs. Ohne Mist, wenn ich jetzt heute die Pressekonferenz hier in Hessen sehe, ja, also wir fangen mit 10.000 an. Ja, wir können die 28... Warum, weil man sich auf den dreckigen Hopf verlassen hat, Alter. So, ja, weißt du, wir können diese 28 Impfzentren können wir noch nicht in Betrieb nehmen, weil, naja, zu wenig Impfstoff, aber ist da, ja. Vielleicht kommt bald mehr. So, was habt ihr denn gemacht? Ohne Mist, was soll das denn? Was ist denn los mit euch? Ohne Scheiß. Erstmal, gut, wir warten auf die EU. Finde ich vollkommen okay, eine längere Zulassung. Alles gut, solidarisch kannst du das machen. Ich finde schon, dass du da, Deutschland hätte ja einen Alleingang machen können, aber du kannst das schon solidarisch machen zusammen. Finde ich gut. Machen zusammen. Alles gut. Aber ganz im Ernst, Marvin, wie du sagst, alle lachen über Trump, ja, aber die haben genug da, alle. So, das ist schon krass, dass da teilweise wirklich Sachen gelaufen sind, wo aufs falsche Pferd gesetzt wurde und auch Impfdosen abgelehnt wurden deswegen. Zu sagen, ja, der Didi hat im Sportstudio gesagt, das kommt im Herbst, das glauben wir dem. Ja, liebe Freunde, war nicht so eine gute Idee. Finde ich ehrlich gesagt ein Desaster, was diese Planung betrifft. Weil klar, diese Kurzfristigkeit, die am Anfang entschuldigend wirken konnte, zu sagen, ja, es ist alles neu und wir müssen jetzt mal gucken. Die gilt jetzt nicht mehr. Also, dass René gerade sagt, dass die im Januar immer noch kein Konzept haben für die Schulen. Ja, Leute, dann, was machen die denn die ganze Zeit? Sie haben ja ein Konzept. Kinder warm anziehen und lüften. Das ist kein Konzept. Das ist, also, ja, ohne Mist, ich weiß. Wir leben in, ich weiß. Wo leben wir denn? Wir leben in Digitalistan oder was? Also, das kann doch wirklich nicht sein. Schule, ich bin wirklich, keine Ahnung, wir bekommen das mit und ich bekomme das durch viele Lehrer mit, die wirklich am Verzweifeln sind, weil die einfach denken, vielleicht hört das der eine oder andere jetzt auch zu, wirklich, die machen viel und die probieren alles, die werden teilweise mit hanebüchenen Ideen von ihren Chefs, wie heißen die, Rektoren und so weiter und so fort, ja, die müssen die da antanzen. Ich habe letztens was mitbekommen, wo gesagt wurde, jetzt irgendwie Anfang Dezember, ja, also gab mehrere Fälle von Lehrern an einer Schule, die halt Corona hatten und so weiter und so fort. Und da gab es im Endeffekt noch einen kleineren Haufen von Lehrern, die offenbar noch nicht, beziehungsweise die sie noch nicht getestet waren. Und dann wurde gesagt, okay, ihr trefft euch alle am Montagmorgen zum Corona-Schnelltest am Lehrerparkplatz und diejenigen, die negativ sind, die dürfen dann für den Tag oder müssen für den Tag die ganzen Schüler beschulen. So, also es ist dann wirklich ein Bruchteil von dem gewesen, was normalerweise die Kinder beschult hätte, wenn ich das sehe.
verstehe, dass das individuelle Lösungsansätze sind. Ja, nur weil auch das Land Hessen und die Bundesregierung im großen Teil auch jahrelang und nicht nur diese. Es geht ja über 30 Jahre hinweg, dass wir es schon nicht hinbekommen, unsere Schule und die Bildung mal dementsprechend finanziell zu fördern. Zwischenzeitlich muss die schwarze Null mal stehen oder wir machen hier Deals oder das. Oder wir kaufen irgendeine Scheiße für die Bundeswehr, die dann eh nicht funktioniert. Da fliegt nichts. Nichts fliegt. Gar nichts. Alles kaputt. Und wollen wir jetzt Drohnen kaufen bei irgendeinem Scheißanbieter, vielleicht auch von ob, der nicht funktioniert. Nein. Investiert das Geld mal wirklich in Bildung. Und dann reicht auch nicht, ja, wir haben ein iPad. Hallo, wir haben ein iPad. Ja, und? Ihr habt die Software nicht. Ja, du hast ja kein iPad. Da hatte ich das nicht hier schon erzählt mit dieser iPad-Thematik? Also in Darmstadt haben sie ein iPad. Nee, hier war ja, das war ja das Lustige, wir haben ja, als die Sommerferien rum waren, gab es diese Zettel so nach dem Motto, ey, wir bereiten uns drauf vor und sie können hier Antrag stellen, elektronisches Gerät, also ein iPad zu bekommen, dass wenn im Ernstfall hier Unterricht und so weiter, dann hat das Kind ein Endgerät. Dann habe ich von Eltern erfahren, die tatsächlich diesen Antrag ausgefüllt haben, weil sie eben kein iPad oder irgendwas zu Hause haben, was ja auch vollkommen okay ist. Und dann muss es ja an die Stadt gehen, weil die Stadt ja das für das Land quasi dann verwaltet. Und dann war da die Antwort, ja, wir haben Ihren Antrag erhalten, aber wir können Ihnen das iPad nicht geben, weil dafür ja nachgewiesen werden muss, dass mindestens 20% des Unterrichts digital stattfindet. Dadurch, dass aber ja nicht klar war, ob die Leute Endgeräte zu Hause haben, haben die Schulen keine Konzepte dafür gemacht. So, wow. So, danke. Das ist Deutschland. Ja, stellen Sie einen Antrag und vielleicht irgendwann in 2 Wochen kriegen sie ein Nein. Das ist unfassbar. Also so Sachen, ne? Und dann auch tatsächlich auch die Software-Thematik. Das bringt dir nichts, wenn du dann auch Software nicht bedienen kannst. Also ich weiß, dass viele Lehrer... Die basteln selbst was. Die haben bei uns auch Dinge selbst gebastelt, genau. Weil die Lehrer halt einfach sagen, wir müssen irgendwas haben, um den Kindern zu helfen. Aber wie du schon so richtig sagst... Selbst basteln wirklich die Lösung, die ich in einem fortschrittlichen Staat, der Milliarden für andere Scheiße ausgibt, ist das wirklich die Lösung? Nee. I don't know. Nee, weil im Zweifelsfall bist du als Lehrer nämlich der doppelt Gearschte, weil du nämlich dann am Ende wahrscheinlich noch hier irgendwie vom Land oder von der Stadt oder von wem auch immer Ärger kriegst, weil du irgendwelche Unterrichtsmaterialien auf irgendwelchen Plattformen zur Verfügung stehst, was du nicht darfst. Auch Datensicherung, Datenschutz, ja? Das ist nämlich auch ein Thema, weil da kommen sie nämlich wieder. Da kommen die ganzen Leute, die normalerweise vor den Wikipedia-Artikeln hängen und sagen, oh ja, das ist aber jetzt datenrechtlich, weiß ich nicht so genau. Also, nee, weiß nicht, ob ich das autorisieren sollte. Das sind dann genau die gleichen Leute, die irgendwann mal im CCC gesessen haben und haben sich die Haare lang wachsen lassen, sind dann diejenigen, die sagen, aber Datenschutzverordnung, na, ich bin jetzt nicht so sicher. Also der Jean-Pierre Michel, der ist jetzt erst 16, oh, kann der einfach so den Account haben oder was? Also Leute, das ist echt, echt schwierig. Also und das trägt sich genau in diese Zeit auch wieder. Und deswegen bin ich auch frustriert, wenn ich sehe, dass in der Lehre bzw. in der Bildung extremes Defizit gibt. Und wenn wir uns jetzt über den Impfstoff unterhalten und sehen, wie wenig Dinge da geordert wurden. Natürlich weicht sich das auf, wenn wir dann andere Impfstoffzulassungen haben, dann kann das vielleicht ein bisschen besser laufen. Aber es hätte auch jetzt besser laufen können. Und der Basti hat es ja eben angedeutet. Ja, wir lachen über Trump in vielerlei Hinsicht auch vollkommen zurecht. Und ich bin auch froh, dass die gelbe Gefahr auch mal langsam mal weg ist. Aber es ist am Ende des Tages halt auch so, die USA hat frühzeitig da zumindest teilweise aufs richtige Pferd gesetzt, auch ohne konkretes Zutun von Donald Trump, muss man ja auch dazu sagen. Ja, das ist sowieso ein Punkt, den ich auch nicht verstanden habe, wenn du irgendwie diese eine Wette hast und dann setzt du tatsächlich nur auf ein Pferd und nicht auf 2 oder 3. Das habe ich bis heute nicht verstanden. Das ist ja der Punkt. Ja, wenn ich darauf angewiesen bin, irgendwie da auch nur einen minimalen Gewinn rauszuholen, dann setze ich doch nicht auf ein Pferd. Also... Das wäre besser gewesen, hätte dir weniger Kosten gemacht, als jetzt so lange zu warten. Das ist für die Wirtschaft, und ich bin kein Wirtschaftsexperte, da gibt es bestimmt ein paar schlaue Füchse, die jetzt ganz smart irgendwelche Sachen uns reinschreiben. Und das finde ich auch gut so, das lese ich mir alles durch bei YouTube. Die können mir das ganz klar erläutern, aber ich würde mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sagen, dass der volkswirtschaftliche Schaden, der uns dadurch entsteht, dass wir jetzt noch länger auf eine Herdenimmunität warten müssen, größer ist als der Verlust, den wir gemacht hätten, wenn wir auf mehrere falsche Pferde gesetzt haben und dafür ein paar mehr richtige hätten. Aber ja, mit Sicherheit. Sorry für den Rant, aber es geht nicht. Nee, hast ja recht. Ich kann es ja verstehen und ich bin da auch gerade selbst so ein bisschen sehr angefressen. Mir könnte das alles egal sein. Ich habe noch nicht mal Kinder. Scheiß auf Bildung, mir scheißegal. Aber es ist nicht so. ja, ich habe da eine etwas andere Meinung als Familienvater dazu. Ich fühle mich da massiv gerade. Lass uns das wie die Eintracht-Spieler machen. Jetzt mal Pause von Corona und. Genau.
Was haben wir denn sonst noch an Empfehlungen? Vielleicht habt ihr irgendwie die ein oder andere aufheiternde Empfehlung für die Weihnachtstage. Frau Alex. Ja, genau. Ich habe heute mal lachen müssen, als ich auf Eintracht TV das Video mit Bas Dost gesehen habe, der bei einer Frau angerufen hat, die für ihren Mann ein Trikot von Hinteregger bestellt hat und ihr dann gesagt hat, dass Hinteregger ausverkauft ist und ob sie vielleicht Bas Dost haben möchte. Ja. Sehr witzig, was die Frau geantwortet hat und wie das Gespräch verlaufen ist. Sind 5 Minuten, gibt's auf YouTube. Mal reingucken, bringt mal wieder ein Lachen ins Gesicht. Das klingt doch gut. Lachen könnte ich jetzt tatsächlich gebrauchen. Was habt ihr denn sonst noch so? Ich sehe schon, die nächsten, da könnte es auch noch was zu lachen geben. Ah, ja, genau. Und ich habe aufgeschrieben, Fresse 2020, einer meiner Lieblingsformate. Er ist in diesem Jahr absolut zur Hochform. Basti hat, glaube ich, das ein oder andere Video ja hier eh schon auch empfohlen von Oliver Kalkofe. Am 27. kommt Fresse 2020, wahrscheinlich auch mit einigen Internetstars, ein bisschen was im Fernsehen gelaufen ist. Es ist das Worst of dieses absurd beschissenen Jahres, muss man tatsächlich sagen. Ich habe auch schon gehört, dass der was, hier ist Hitler oder so Hildmann, auch dort, hier ist Hitler, ist echt gut, dort auch irgendwie thematisiert wird, als einer von vielen kuriosen Gestalten, also darauf freue ich mich sehr. Das klingt ja, auf jeden Fall. Auch. Ein paar Sachen sind da ja schon geleakt worden, die sind sehr, sehr gut. Ja. Sehr gut. Also ab 27. Dezember, sagst du. Mhm. Sehr gut. Wo rufe ich das ab, Marvin? Ich glaube, es gibt es dann bei diesem YouTube, aber wahrscheinlich auch. Nein, gibt es also, ist tatsächlich Telefünf. Kein offiziell. Telefünf, auf der, also entweder da mit Sicherheit irgendwie im normalen, linearen Fernsehen und ich glaube, die haben doch auch so eine Online-Mediathek, da kannst ja, du ja klar. Sicherheit auch angucken. Ja, klar. Okay. Ja. Mhm. Genau. Gut, ansonsten habe ich noch aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob wir es letzte Woche schon mal thematisiert hatten, die 59 Eintracht-Orte von unserem guten Freund Bewe. Das ist ein wunderbarer Beitrag, der jetzt erschienen ist in allen Buchhandlungen, allen gut sortierten Buchhandlungen, am besten irgendwo in Frankfurt. Holt euch das, ich habe das jetzt auch schon geordert, freue ich mich drauf. Basti, hast du das schon oder guckst du auch noch? Nee, ich hab ihm letztens geschrieben, wo man es kriegt, hat gesagt, direkt beim Museum bestellen ist, glaube ich, am besten. Ja, ich wollte gerade sagen, wir hatten letzte Woche kurz drüber gesprochen und du kannst es, glaube ich, auch im Museum per, genau, es gibt eine E-Mail-Adresse, genau. Da kannst du das bestellen. Mhm. Ah, super. Und falls du eben keine Möglichkeit hast, in einen gut sortierten Buchladen deiner Wahl in der Umgebung von Frankfurt zu gehen, dann ist das die beste Kann man Anteil. Eigentlich auch jetzt gerade ganz gut ne, allein durch Frankfurt laufen, ne? Wenn du dann, du diesen Guide dann hast, kannst du alle Eintrachtorte, 59 Eintrachtorte momentan ganz gut begehen, schätze ich mal. Bis auf den einen oder anderen vielleicht nicht. Ja, mit Sicherheit der ein oder andere dabei. Ist ja, glaube ich, irgendwie Kombination Buch und irgendwie so eine Stadtkarte mit dabei, wenn ich das richtig verstanden habe. Mhm. Genau. Also ich freue mich auch noch drauf, wir auch noch reingucken. Sehr gut. Ja. So, was haben wir noch? Ich glaube, ich hatte noch was reingeschrieben gehabt. Und zwar habe ich mich zumindest da die letzten Tage mal ein bisschen drüber wieder in Weihnachtsstimmung bringen können. Die Klassiker Home Alone und Home Alone 2 kommen auf Disney Plus, kannst du so aktuell schauen. Ich weiß gar nicht, sicherlich auch, ich habe gesehen, in Sat.1 laufen die ja jedes Jahr dann auch, wenn man noch linear schaut. Also ist auf jeden Fall wieder was, wo man, zumindest ich komme mit so Filmen immer ganz gut in Weihnachtsstimmung. Ja, oder man guckt halt den ultimativen Weihnachtsfilm Stirb langsam. Ja, das natürlich auch, ja. Der geht auch immer. Ja. Ich habe tatsächlich auch noch einen. Ist jetzt nicht Film, sondern ist tatsächlich Serie, bin ich drüber gestolpert. Ich weiß nicht, warum ich da bislang noch nicht reingeguckt habe. Und zwar Ted Lasso ist eine Fernsehserie von Apple, gibt es auf Apple TV Plus. Ist ja quasi dann deren Pendant zu Netflix, was auch immer. Ist tatsächlich eine Fußballserie von einem englischen Club, wo ein Amerikaner Trainer wird, der null Ahnung vom Sport hat und auch irgendwie mit der Kultur da nicht richtig zurechtkommt und die Mannschaft total zerstritten ist und da jetzt irgendwie Trainer werden soll von so einem absteigenden Premier League Club und ist irgendwie ganz lustig gemacht, interessant von den Schauspielern her und ist so eine Mischung aus ja, Fußballserie, Comedy und so ein bisschen Unterhaltung. Einzelne Folgen sind so 30 Minuten lang, gibt 10 Stück. Ich finde es ja jetzt gerade ganz interessant,
und wer vielleicht irgendwie so ein bisschen Fußballserie zwischen den Jahren gucken will und vielleicht sogar, da könnt ihr mal gucken, wenn ihr in letzter Zeit irgendwie so ein Apple-Produkt gekauft habt, manchmal sind dann irgendwas zwischen 3 und 12 Monaten kostenfrei Apple TV Plus dabei, dann könntet ihr die quasi so im Vorbeigehen mal mitnehmen. Also ich fand sie ganz lustig. Habe ich auch zufällig entdeckt, dass ich das 12 Monate einfach so haben kann. Ich sage ja, wenn du irgendwie ein Apple-Produkt in letzter Zeit gekauft hast, dann hast du 12 Monate für Umme mit dabei. Aber jetzt sag mal ehrlich, was habt ihr denn da sonst bislang geguckt? Nix. Weil ich hab bisher da nur, ich glaube, Morning Show. Ja, genau. Die war geil. Ich habe tatsächlich da nichts. Was man sagen muss, das ist auch sehr unübersichtlich gestaltet. Ja. Ne? Und dann findest du was Geiles und plötzlich kostet es was. Ja! So, okay. Und dann denkst du, oh cool. Und dann denkst du, ja. Also das könnten die schon mal ein bisschen besser. Amazon hat das am Anfang auch so gemacht, aber dann kannst du ja wenigstens dann diesen Button da oben machen, für mich kostenlos. Ja. Sollten die auch noch einführen, weil ansonsten verlierst du dich da, wie Marvin es gesagt hat. Dafür ist diese Sache, die müssen halt das klarer strukturieren, was du ja gucken kannst. Ich glaube, diesen The Banker-Film habe ich gesehen, der ist auch ganz geil. Okay. Nee, hatte ich den, kannst man, den kann man sich gut anschauen. Okay. Ja. Ich habe da irgendwie noch gar nicht reingeguckt und mein Abo läuft da auch diese kostenfreie Zeit läuft auch demnächst dann irgendwann aus. Von daher, weiß ich nicht, irgendwie hat es mich bislang nicht gereizt, aber das fand ich jetzt irgendwie ganz interessant. Ich bin da durch Zufall drüber gestolpert und das ist eine ganz lustige Serie. Ja, es gibt so ein paar Sachen, ne, wo ich dann gedacht habe, juckt mich das wirklich so? Also, ne, Good Morning, The Morning Show war echt geil, das fand ich echt super, gute Schauspieler auch gewesen, aber irgendwie, keine Ahnung. Verschwiegen habe ich auch noch gesehen. Verschwiegen war auch gut. Also so einen unfassbar unsympathischen Jungen. Das war echt eine ganz gute Serie, muss ich sagen. Aber die anderen habe ich alle noch nicht gesehen und ich hätte ja jetzt eigentlich Zeit, ne? Wir könnten ja jetzt eigentlich, ne? Ja. Aber mal gucken. Aber es ist bei mir genauso wie mit Disney Plus. Da hatte ich auch so ein Abo, beziehungsweise irgendwie mal frei. Ey, ich habe vielleicht 2 Filme geguckt. Aber jetzt, wenn ihr alle so vorschwärmen von diesem The Mandalorian, soll ich da auch mal reingucken. Da kann Alex bestimmt was zu sagen. Ah ja, riesig. Ich muss mir das jeden Freitag hier angucken. Ja, aber zweite Staffel ist doch jetzt durch. Du musst doch jetzt nicht mehr gucken. Ja, das ist, Gott sei Dank. Letzten Freitag war das letzte. Wobei, es wurde zum Schluss wieder ein bisschen ansehnlicher. Aha. Auf einmal. Ja, also die letzten Folgen gingen, hatte zwischendurch einen Riesenhänger gehabt, wo ich mir dachte, Alter, also. War super. Ja, super. Das ist das auch so ein Weltraumkram, gell? Ja, Star Wars. Ja, Weltraumkram, ne? Ja. Ist auch so ein Weltraumkram, ja. Also dieses Baby sieht echt süß aus und damit wurde ich halt auch geködert. Ja. Und jetzt ist jeden Freitag die Antwort gewesen, wenn ich gefragt habe, was machen wir denn? Und dann habe ich schon an diesem Blick gesehen, oh nein, dieser Mandalorian kommt ja heute wieder. Ja. Ja, aber jetzt hast du ja erstmal Ruhe bis, ich glaube, Ende 2021. Das ist richtig. Von daher. Ja, aber ich habe mich schon gerecht. Musste sich jetzt 2 Staffeln von März gegen März angucken. Falls jemand Christoph Maria Herbst lustig findet, die Serie ist. Ah ja. Ja, ich mochte das. Beschreibt ein Ehepaar mit einem pubertierenden Sohn, die gerade dabei sind, sich zu trennen oder auch nicht. Und echt ganz witzig gemacht. Klingt ganz gut. Welcher Streaming-Anbieter? ZDF Mediathek, glaube ich. Aha, okay. Man sollte auch tatsächlich öfters mal so einen Blick in die Mediatheken werfen, da ist auch manchmal ganz guter Kram dabei tatsächlich, ja. Ja, auf jeden Fall. Also da ist auch, findet man tatsächlich auch, in der Mediathek findet man übrigens auch Fußball 2000, an dieser Stelle noch erwähnen. Echt, in der ZDF-Mediathek, verrückt. ARD. Aber die werden tatsächlich, glaube ich, aber irgendwann vielleicht auch mal zusammengelegt, weiß nicht genau. Aber die wollten da jetzt gemeinsame Sachen machen. Also irgendwann findest du auch ARD-Inhalte in der ZDF-Mediathek. Also, kann irgendwann sein. Weiß noch nicht genau, wie weit die Pläne da gediegen sind. Ja, vielleicht kommen wir irgendwann mal direkt nach Böhmermann. Wäre auch was. März gegen wir werden sehen. Gut. Ja, habt ihr noch weitere Empfehlungen? Ansonsten haben wir, glaube ich, hier eine ganze Menge an Inhalt geliefert. Also langweilig wird es tatsächlich jetzt in diesen während dieser Weihnachtsfeiertage, glaube ich, eher weniger. Wenn ich mir das so angucke. Gut, dann würde ich sagen, machen wir hier auch so langsam mal Zielgerade. Wie per Twitter angekündigt und am Anfang auch gesagt, ist das die letzte Folge in 2020. Wir haben uns dafür entschieden, uns auch mal ein bisschen Pause zu gönnen, weil es dann doch auch irgendwie alles sehr, sehr anstrengend gerade ist. Und in der nächsten Woche nicht das Leverkusen-Spiel vorzubesprechen, sondern werden uns dann nach dem Leverkusen-Spiel melden
und gucken, wie das so gelaufen ist. Und bis dahin können wir auch die Mainzer noch ein bisschen beobachten. Und dann ist ja das darauffolgende Spiel, dann können wir uns vielleicht noch ein bisschen lustig machen über Mainz. Das bietet ja immer viel Raum für Möglichkeiten. Ja, und von daher wünschen wir euch jetzt nicht nur eine schöne Restwoche, sondern sehr schöne Weihnachts- und Silvesterfeiertage. Genießt die Zeit mit euren Familien, sofern das möglich ist. Das ist ja alles gerade so ein bisschen arg eingeschränkt. Macht das Beste draus, genießt die Zeit, nutzt vielleicht auch die Gelegenheit, mal rauszugehen, ein bisschen durchzuatmen, einfach auch mal die ganzen Social Media wegzulassen und einfach mal sich nur auf sich und vielleicht seine Familie zu konzentrieren. Wir haben euch ein paar Empfehlungen mitgegeben, was ihr vielleicht ansonsten tun könnt, um euch ein bisschen Ablenkung zu schaffen, und ja, wünschen euch einfach schöne Tage und melden uns im neuen Jahr in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.